falsch. Nämlich Imrans Tochter ist Miriam und nicht Mariam. Mariam wäre im Prinzip Maria. Und das ist ein Fehler im Koran. Sorry. Okay, du sagst, das ist ein Fehler. Dann lesen wir das. Ja, natürlich. Ja, Moment, also wollen wir jetzt über die Geschichte reden? Du sagst Geschichte, dann beweis mir doch erstmal, guck mal, wenn du schon was von der Bibel zitierst und sagst, ja, so Moment, war es. Achtung, stopp, 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 Moment, nichts, Maria Moment, ist doch nicht Amrans Tochter, oder? Lass mich reden, lass mich jetzt reden. Beweis uns doch mal, du kommst ja gerne mit den Versen, dann beweis uns doch mal, dass die Bibel echt ist und ihre Echtheit. Darum geht's doch gar nicht, nein, nicht ablenken, nicht darum, springen. Doch, darum nicht, doch, darum ich bin kein Christ, ich bin kein Christ. Warum zitierst du dann von der Bibel? Warum zitierst du dann von einer Bibel? Willst du mich verarschen? Nein, ich zitiere nicht von einer Bibel, ich zitiere vom Koran. Nein, hast du nicht. Du hast und, in der, und in der Geschichte, in der Weltgeschichte, kann man die Stämme nachkontrollieren. Und da gibt es den Stamm Levi, nämlich da haben wir den Imran, die Miriam, und daraus wohnen dann Hohepriester. So, und dann gibt es den Stamm Judah, oh, Abraham, es, Jakob, Judah. Und daraus kommt Maria. Und da kommt dann der Sohn Jesus. Also ist das ein Fehler im Koran? Punkt, aus Ende. Ist kein Fehler. Guck mal, wo steht das mit Miriam? Im Koran. Hörst du mir nicht zu? Welche Sure, welcher Vers? Bruder, meint hörst du mir nicht zu? Ich sagte dir die ganze Zeit schon. Sure 66, Vers 12. Er meint es mit der Tochter von Imran, meinte. Ja. Okay. Da steht Mariam. Und das ist falsch. Da steht nicht, da steht. Und auch von Mariam, Imrans Tochter, erzähl mir doch nichts. Ich habe auch die arabische Version hier. Was ist Mariam? Mariam und nicht Mariam. Ja, klar, Mariam. Was ist denn Mariam? Du musst mal ein bisschen besser lesen. Erzähl mir doch nichts. Mariam ist Mariam. Also erzähl doch nichts. Aber ob ich Mariam oder Mariam sage. Ich habe es jetzt deutsch ausgesprochen. Rede mit Respekt, bitte. Wir reden auch mit Respekt. Ich rede mit Respekt, rede mit Respekt. Ich bin nicht ja, einer. Ich rede bitte auch mit Respekt, weil ob ich das Mariam ausspreche oder Marian, das Barry, spielt keine Rolle. Barry, das ist eine Frage der Aussprache. Barry, wir können doch normal miteinander reden. Ich bin nicht einer, wo debattiert richtig. Oder so. Richtig. Rede mit Respekt und dann ist doch alles in Ordnung. Ich rede mit Respekt, aber dann unterstell mir doch nicht, dass ich da irgendwas Falsches lese. Nur, weil ich das auf Deutsch vorlese. Nein, ich habe dir nicht gesagt, dass du was Falsches liest. Ich habe dir gesagt, dass du von der Bibel liest. Nein, ich habe nicht gesagt von der Bibel, sondern ich habe gesagt vom Koran. Weil die Sure 66, was hast du damit mit der Bibel 12 verglichen? Weil du irgendwas mit Matthäus gesagt hast? Worauf stützt sich denn der Koran? Spricht der Koran nicht auch vom Alten Testament? Worauf stützt sich denn der Koran? Stützt der Koran sich nicht auch auf Aussagen aus der Bibel? Naja, wo? Bring mir mal Verse, komm. Ja, Moment. Was steht denn da mit den Menschen der alten? Was steht denn da mit den Menschen der alten Schrift? Was steht drin? Schau mal. Der Koran sagt, wir sollen. Ihr kennt den Koran gar nicht, ne? Barry, du kennst den Koran gar nicht. Barry, warte doch mal. Worldwide Muslim, ganz kurz. Der Koran sagt uns vor, wir sollen an die Tora, Altes Testament, Injil glauben, aber nicht folgen. Aber ja, Moment. Okay, glauben. Also jetzt erklär mal. Aber jetzt warte ja, mal ganz kurz. Bitte lass mich doch mal ausreden. Ja, es geht darum, um die alten Schriften, aber nicht die Schriften, die 63 Bücher, wo danach kamen von der Bibel. Nicht an die. Moment, pass auf. Jetzt ist aber der Punkt. Jetzt müsstest du deinen muslimischen Kollegen erstmal aufklären, weil er geht ja davon aus, dass der Koran überhaupt nicht in Richtung Torah oder Alte Testament oder was auch immer geht und so weiter oder das Neue Testament mit Jesus. Er sagt ja, das hat also mit denen gar nichts zu tun. Also ja, du siehst, dass er da selbst schon einen Fehler gemacht hat. Was du sagst, ist schon richtig. Aber es sind die alten Schriften, damit ist im Prinzip die Bibel gemeint. Die Heilige Schrift. Genau, Fugi. Schau mal, es ist so, weil vieles in der Tora oder im Alten Testament oder im Injil hat auch das Gesetz, was wir im Koran haben. Aber jetzt zum Beispiel, die Bibel sagt ja, sogar die Bibel sagt das nicht, dass Jesus Gott ist.
Es wurden danach viele andere Schriften gebracht, wo wir nicht dran glauben und nicht einfach zu den Worten Gottes gehört. Ja, gut, darum geht es ja nicht. Es geht nur darum, weil, der Ja, aber Kollege sind wir jetzt da gerade so uns zum getan hat. Beispiel, sind Moment, wir da uns einig? lass mich doch bitte ausreden. Weil dein Kollege hatte ja gerade gesagt, dass der Koran überhaupt nicht auf Tora oder Bibel Bezug nimmt. Aber Ja, gehen wir das doch habe zu ich einem nicht gesagt, weiteren hör mir Fehler. auf zu Moment, lügen, warum lügst gehen du wir auf doch mich? zu Ich habe einem dir gar nichts weiteren gesagt. Fehler, Aber guck nämlich mal, die ich habe, bevor Al-Taba. wir da Da haben weitergehen, wir die zählt Sure mal. 9, lass mich doch bitte ausreden, red doch nicht dazwischen. Da Boy, haben wir die Bro, Sure das 9, ist richtig Vers respektlos. 30. Da wird zum Beispiel geschrieben im Koran, die Juden sagen, Usayya ist Allahs Sohn. Und die Christen sagen, Al-Masih ist Allahs Sohn. So, und das heißt also im Prinzip, Usayya, muss man da, Al-Masih ist Jesus, ich sag, wie man es auch mal nennen will. Ne? So, und das ist schlichtweg falsch. Weil die Aber eben, Juden was haben sagt der nicht, Koran? die Was sagt der Juden Koran? haben nicht gesagt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Dafür haben sie ihn doch im Prinzip verteufelt und ausgeschlossen. Also ist der nächste Fehler. Und es gibt Usai noch ist nicht zahlreiche mehr. Jesus. Also so viel zum Thema Fehler im Usai ist nicht Koran. Jesus. Usai Der ist nicht Koran ist Jesus. fehlerfrei. Finde mir einen richtigen Fehler mit Beweis. Mit einem richtigen Beweis. Guck Ja, mal, so kommen Moment. wir nie Ja, weiter. Moment. Hast du So mir denn kommen gerade wir nicht zugehört? Wenn im Very. Koran steht, Der Koran Moment. sagt deutlich. Der Koran sagt deutlich. Der Sagt der Koran sagt Koran. Maryam und das ist falsch. Maryam ist nicht Imrans Sohn, Tochter. Punkt. Oh Mann. Ja, Moment. Oh. Wie heißt Imrans Tochter? Du meinst die Miriam? Ah, und im Koran steht Mariam. Das ist das Arabische. Na, ne, das, ach, hör doch auf, bitte. Mann, Bitte. du Was, heißt was Barry, heißt du heißt denn doch. Okay, sag mal. Maria auf Arabisch? Mariam. Mariam. Ja, eben. Und das steht im Koran, du Schlauberger. Okay, und jetzt? Und jetzt haben wir einen Fehler entdeckt. Das ist Nein, nicht, dass Imrans Maryam und Tochter, Mariam sind komplett was anderes. nicht Mariam heißt. Mariam heißt Hallo, Maria. Und Maria Mariam ist und nicht Imrans Maryam. Tochter. Mariam und Maryam sind zwei verschiedene Namen. Nein, das ist das Oh, Gleiche. Erzähl doch nicht. Barry, Die heißt bitte. Miriam. Barry, Bitte. Barry. Also verkauf mich nicht für dumm. Bitte. Ja, Bitte. du bist aber dumm, das muss ich jetzt Nein, ehrlich sagen. nein, Du nein, bist nein. aber Komm, dumm. jetzt können wir Sorry, persönlich dass ich werden. das sage, Das aber bringt du bist jetzt ehrlich dumm. das bringt gar nichts, weil das ist wiederum Takia, weil wenn man nämlich einen Fehler entdeckt, dann wird direkt aufs Persönliche gegangen. Ja, du bist Nein, dumm, es du ist kennst dich nicht nicht persönlich, aus, aber du sprichst so kannst. Hocharabisch. Du, ich habe den originalen Koran hier aus Saudi-Arabien, dem Mutterland des Islam, Habe ich auch. von der König-Facht-Universität gestempelt, Ja. von hocharabisch sprechenden Schriftgelehrten übersetzt und als legal oder als legitimiert durch König-Facht-Universität abgestempelt. Okay. Und da steht das drin. Und da steht zum Beispiel auch drin, so Thematik, Sure 65, Vers 4, ne, dass also die Kindsehe erlaubt ist. Also die ja, weiblichen Wesen, die noch keine Menstruation haben. Also lasst uns bitte nicht über den Koran reden. Und ich muss dazu sagen, ich muss auch gar nicht viel Was ist denn drin? weiterreden, Was ist denn weil, drin? Was ist denn Moment, drin? weil, Moment, weil 666, Warte, ich kenne warte, jetzt warte, deinen warte, Namen, warte, hier. sorry, Was steht drin? ich rede doch gerade mit Nein, 666, bitte lass aber mich aus. du musst Lass auch mir mich, einen Beweis nein, bringen, lass mich was doch steht. bitte ausreden. Red Nein, du doch musst nicht mir einen dazwischen, Beweis um meine bringen, Rede zu Einzelgespräche. unterbrechen. Barry, du Lass führst mich gerne doch bitte Einzelgespräche. ausreden, um meine Nein, Rede wenn zu du falsch unterbrechen. liegst, wenn du falsch Habt ihr liegst, musst du Panik mir vor Beweise der bringen. Wahrheit Jetzt lass oder doch mal was? den Barry ausreden, Mann, verdammte Scheiße. Kein Respekt. Nein, Ja, Mann, oh Gott, mit aber dir redet ich keiner. muss Aber dazu er muss sagen, Beweise bringen. sechs, Da hallo, steht nichts ihr habt drin doch Beweise. vor Guckt der doch im Koran, Menstruation. mein Gott, was sind für Beweise? Soll ich hier Miriam vorbeibringen oder was? Welche Beweise hast du denn? Die stehen im Koran. Barry, Und das habe ich dir vorgelesen. erstens. Also. Aber 666, wenn du Erstens, Christian Prinz erstens, das gelesen mit den hast, Kindern, dann kann keiner steht und was erste Kur. vormachen. Und Ja. lass dich nicht durch die Takia hier einlullen. Ich bin auch wieder raus Oh. jetzt, ne? Aber Ja, ich folge dir bring mir doch schon den Beweis mit der 666 und Menstruation hier. ganz Oh, toll. du, Mach oh mein weiter so, Gott, wie 666. respektlos ist ganz Bring ehrlich. mir doch Danke, den Beweis danke. mit der Menstruation. In 1. Korinther 7, Vers 36 steht es doch bei euch schon drin. Red doch, keiner. Jetzt kommst du mit der Bibel. Jetzt kommst du mit der Ja, Bibel. aber wenn du hier kommst, bring mir doch den Also, Beweis. wenn du mit der Bibel kommst, dann müsstest du doch auch die Stämme kennen.
Stammlevi oder Stammjuda. Mich interessiert ja, nicht der wo Stamm. Mariam und wo mich Miriam drin ist. Also, mich interessiert bitte, der Stamm von Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Der Rest interessiert mich nicht. Ja, bei mir wirkt diese Taki-Attacke nicht. Also lass es bitte sein. Barry, wenn man ohne Wissen redet und nur ja, Blödsinn ohne Wissen, erzählt, ja. Oder was, nee, nicht Blödsinn erzählt. Im Koran kannst du bring mir den doch Beweis nachlesen. Mit der Menstruation, dass doch, man ein Mädchen heiratet vor der Menstruation. Du hast doch selber auf meine Frage, wie heißt Imrans Tochter, hast du doch selber Miriam gesagt. Und im Koran steht Maryam. Und jetzt willst du mir erklären, aus Miriam wird Maryam und aus Superman wird Batman. Komm, lass es sein, danke. Genau, okay, genau. Klick. Macht Spaß, dir zuzuhören und du bist schon fit und Christian Prince, da bist du ja, richtig also mit ihm. Super. Naja, so. Gehen die jede wie Christian Prince. Darum traut sich dein Christian Prince nicht in eine Debatte, oder? Nein, ja, tut mir leid, der Christian Prince, der zerstört euch alle. Ja, der zerstört deinen Scheiß, zerstört er. Ja, ey, guck mal, Leute, wo steht im Koran, dass man fünfmal beten muss? Nirgendwo. Kann mir das mal einer sagen? Was hat der andere behauptet da? Der Stammbaum von Maria stimmt nicht im Koran. Ja, anscheinend schon. Anscheinend schon. Hat Allah also, schon wenn ihr hat Wissen Allah hättet, einen Fehler gemacht. Wenn ihr Wissen hättet, wenn ihr gelesen hättet, der Stammbaum von Maria, es heißt, von der Königsseite wird ihr Stammbaum genannt. Verstehst du? König. Auch der Harun. Verstehst du? Und Jesus, sein Stammbaum, ist er vom Adam gezeugt worden. Im Bibel. Sein Stammbaum kommt von Adam. Aber ist Adam sein Vater? Also. Ja gut, da kann ich nicht weiter ja, also, rein. Mal auf, also ich hab nur zwei Fragen. Okay, Imam, okay, Herr Gelehrter, Muslim 22. Ich bin kein Gelernter. Ja, aber du spielst dich gerade ein bisschen auf hier. Ich habe nicht mal verstanden, aber egal. So, als hättet ihr Wissen. Und das, Bruder, und nochmal etwas mit dem Kinderheirat im Islam ist so. Wenn ich hier zum Beispiel World Muslim mag, er ist ein Bruder von mir und er bekommt ein Kind und ich bekomme ein Kind, dann können wir uns sagen, ja, wir verheiraten sie, wenn sie älter sind. Astaghfirullah, Alter, aber, Kinder haben, guck mal, Menschen haben ihren eigenen Willen. Keine Ahnung, Alter. Zwangsehen gehen gar nicht. Also Alter, tut mir leid, wenn es in deiner Kultur so ist. Nachher wird ja, dass du erstens Moment wird gefragt, mal, das nachher, geht gar nicht. Also damit sowas sie die Attributen fühlen, sie muss physisch, psychisch labil sein und sie muss Menstruation haben, verstehst du? Und dann muss ja, sie muss Jawort nicht Menstruation geben. Haben, sondern die Gelehrten sind sich einig, dass eine Frau nicht mal ihre Periode haben muss, um sie zu verheiraten. Das kann auch nein, vor der Periode nicht. Sein. Also, natürlich. Ich hab dir das erklärt. Guck mal, ich ja, dir das erklärt. Wenn der Abu Bakr, war der beste Freund vom Propheten Mohammed. Lass mich Bruder, doch mal kurz Bruder, ausreden. Kurz. Bei allem Respekt, Bruder, lass mich mal ausreden. Bruder, lass mich mal ausreden. Keine Plattform wie diesen Man of God, der keine Ahnung hat. Guck mal, das ist der halt, weiß das gar ist halt, nichts. Der gibt keine Plattform, Beweise, bla bla bla. Genauso wie dieser Barry, der hat keine Beweise gehabt. Ganz kurz. 666, du hast doch gerade gehört, der Muslim hat ihm vorhin, der Bruder hier hat ihm vorhin eine Antwort gegeben, er sagt, okay, da weiß ich nicht mehr weiter. Und jetzt will er ein neues Thema anfangen. Weißt du, wie ich meine? Bleib doch erstmal dort, sag doch erstmal. Warum neues Thema anfangen? Warum ich habe das Thema gar nicht angefangen. Moment mal, das war der ja, Barry, der kennt sich. Du bist mit einer Intention hier hochgekommen. Nein, ich habe genau, lass mich doch mal ausreden. Blablabla. Ich bin gekommen und hatte zwei Fragen. Einmal, wo steht fünfmal beten im Koran? Und warum wusste Allah nicht den Namen von Eva? Warum nicht? Warum steht das nicht im Koran? Warum müssen Muslime die Bibel aufschlagen und gucken, die Frau von Adam hieß Eva. Das steht nirgendwo im Koran. Das sind Fehler. Und du hast gesagt, zeig mir bitte Fehler im Koran. Zeig mir Beweise. Es gibt etliche. Guck mal, im Koran steht, ja, Man of God. Das sind mehrere. Ace, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ace, wie geht's dir? Hast du deine Konfliktspartner aufgebracht? Fall hier nicht auf die Dauer von den Muslimen rein, bitte. Ace, wie geht's dir? Oh mein Gott, Flexi, du kleiner Heuchler. Ich verstehe gerade gar nichts. Nochmal, Ace, hast du was? Ich hab dich gerade nicht verstanden, Ace.
Es ist unwichtig, wie es mir geht. Wir unterhalten uns über sachliche Themen. Okay, okay. Also mich würde eine Sache wirklich sehr, sehr gerne interessieren. An die ganzen Muslime, ja, ich würde euch mal alle fragen, wie hieß die Frau von Adam im Koran und wie hießen die beiden Söhne? Hawa. Dankeschön. Hawa, woher okay, gib uns bitte im Koran den Vers, wo es drin steht. Lexi, guck mal, mit dir muss ich gar nicht reden, weil du bist so oder so einer, der alles auf sunna.com nimmt und keine Ahnung von nichts hat. Also daher wie hieß Adams Frau im Koran? Gib uns mal den Vers. Lexi, und die zwei so Söhne. Viele Fragen von uns gestellt. Dir wurden so viele Fragen von uns gestellt. Ja, jetzt frag doch mal. Ich habe als frag doch mal. Jetzt antwortet doch mal auf den Flexi bitte. Das ist doch lächerlich, ey. Ich stell die Frage nochmal. Hör mal zu, ich stell die Frage nochmal. Ihr sagt ja, ihr seid ja die Wahrheit. Also, wie hieß die Frau von Adam im Koran und wie hießen die beiden Kinder? Antwortest du mir lieber aus deiner Bibel was? Nein, antwortet denn doch jetzt mal. Er hat eine berechtigte Frage gestellt. Hey, ich habe eine berechtigte Frage gestellt. Gib mir. Da hat ein Paulus gesagt, 3:23. Gib mir eine Antwort auf die Frage, die ich gestellt habe. Der antwortet auf unsere Fragen nie, deswegen antworte ich nicht auf seine Fragen. Also, das ist für mich einfach nur ein. Hey, Ace ist Zeuge. Ich hab's doch die Frage hier zuerst gestellt. Ich warte hier die ganze Zeit. Ihr kommt alle rein, redet irgendwie hier, macht auf hart. Ah, was ist im Koran? Was ist in der Bibel? Blablabla. Wie hieß die Frau von Adam im Koran und wie hießen die beiden Söhne? Gib mir mal bitte die Verse, bitte. Danke. Ihr möchtet einfach nur, guck mal, ich zerlege euch alle alleine. Und ich sage, ich frage nochmal, wie hieß Adam? Hieß Adam seine Frau im Koran und wie hießen die zwei Söhne? Leute, ich muss euch wirklich etwas Wichtiges über diesen Flex Abrenya offenbaren. Wirklich, das ist. Gib mal, heul nicht rum, Gott, weil ihr Gott, lügt. Ihr seid nur Lügner. Bleib stehen, Gott blamiert dich. Gib mal, weil ich weiß etwas über dich, Flex. Bleib still, sei still. Sei still, Flex. Sei still. Und hör zu, was ich über dich weiß. Flex, der liebe Flex, als er mit diesen Streams hier angefangen, hatte er noch gar keinen Schimmer, was Islam überhaupt ist. Und gib mal eine Antwort, hör auf irgendwelche gut, Persönlichkeiten zu gehen. Nächster, gib mal diesen Vers, den ich dir genannt habe. Du hast Angst, weil ich zerlege euch, jeden einzelnen von euch. Du hast Angst, weil ihr habt keine Ahnung. Gib mir den Vers im Koran, wie Adam seine Frau hieß. Und gib mir bitte die Namen von den beiden Söhnen im Koran. Bitte schön. Können Sie nicht. Okay. Ich zerlege euch jeden Einzelnen. Let's go. Jetzt bin ich hier oben. Ich debattiere euch alle jetzt. Alle, jeden Einzelnen von euch, weil ihr habt keine Ahnung. Der ist wüst in seinem Film. Oha, der ist wüst in seinem Film. Also auf jeden Fall, der liebe Flex hier, bevor er mit dem Streaming angefangen hat, ja, hat er sich... Gib mal eine Antwort drauf. Adam, seine Frau im Koran, gib mal eine Antwort drauf. Kannst du mal still sein? Gib mal eine Antwort drauf. Kannst du mal still sein? Gib mal eine Antwort auf das, was ich euch frage. Ihr habt Angst. Ich debattiere drei von euch. Lass mich doch mal. Ich stelle euch diese Frage nochmal. Wie hieß Adam seine Frau im Koran und die beiden Söhne? Flexi, bell mal ein bisschen weniger. Hör mal zu, lass uns weiter. Wie hieß die Frau von Adam im Koran? Bitte schön. Und die zwei Söhne, bitte schön. Wie hieß dein richtiger Name, bevor du ihn heute... Guck mal, siehst du 66? Die haben keine Ahnung. Merkst du das? Antwortet ihm doch. Ihr macht einen übel hart. Ihr habt keine Ahnung. Gib mir mal bitte den Namen. Ey, bitte kannst du jetzt einfach mal still sein. Flex. Ihr drei Muslime, ich debattiere euch kaputt. Still, Mann. Ihr drei Muslime, ich debattiere euch kaputt. Junge, Flexi, schick mal am Flexi alle ein GG. Katastrophe, ein GG. Wie hieß Adam seine Frau im Koran und die beiden Söhne? Bitteschön. Bruder, ich debattiere euch kaputt. Let's go, gib mir eine Antwort drauf. Flex, Mann. Kannst du mal still sein? Ist das möglich? Gib mir eine Antwort drauf im Koran. Gott. Bruder, 66, kannst du bitte Sufjan hochholen, bitte? Jetzt braucht ihr Sufjan, ihr könnt nicht alleine.
Ihr könnt ihr nicht. Angst, oder was? Ah, ihr habt Angst. Ah ja. Ihr habt Angst. Jetzt müsst ihr einen Sufjan hier reinholen, weil ihr Angst habt. Warum? Ihr habt Angst von Sufjan. Weil ich debattiere euch kaputt. Und deswegen sage ich, wie hieß die Frau? Wie hieß die Frau im Koran? Adam, seine Frau. Wie hieß die? Digga, wissen wir doch, aber warum? Warum fragst du jetzt? Gib uns das mal, gib uns das mal bitte. Und jetzt? Gib uns das mal bitte im Koran. Gib uns die Verse. Das Lustige ist, warte, lass mich kurz bitte mit denen reden. Ich zeig ihnen was vom Koran. Mach mich groß bitte. Könnt ihr mich groß machen? Mach ihn mal groß. Mach den mal groß. Jetzt schauen wir mal. Wie hießen die beiden Söhne im Koran? Du hast die Frau gesagt erstmal. Spiel jetzt nicht mit deinen Wörtern bitte, okay? Ich habe gerade eben gesagt, wie hieß die Frau im Koran und die beiden Söhne. Warte doch, warte. Sure 2, Vers 35. Ja. Okay? Das ist der Tafsir jetzt. Und guck mal, ich gehe wieder raus. Das ist der Koran. Dann gehe ich bei Tafsir. Okay? Jetzt mache ich kopieren. Alles gut, ich will doch mal machen. Warte. Ey, die Check, ey, der versteht das nicht. Egal, ich lass dich machen. Ey, Flex, warte doch mal. Sei ruhig, zu euch beiden komme ich auch noch. Euch zerstückle ich heute. Zu euch komme ich auch noch. Flex, wir können uns auch persönlich treffen, dann will ich sehen, ob du mich rauskopieren. Ich mach. Ganz easy. Habe hat. Okay, mach Hackfleisch aus deiner Sippe, du kleiner Bastard. Ey, ohne Beleidigung, Leute. Was steht da? Was steht da? Das ist dein islamisches Ikhlaq. Merkst du das nicht? Okay. So, und meine Frage war. Lass ihn doch mal jetzt ausreden. Lass mich mal bitte ausreden. Bitte. Lass mich mal bitte reden. Was? Meine Frage ist. Seid, Alter, wirklich, meine Frage Teufel ist. Du bist. Was für ein Teufel du bist. Bruder, lass mich doch reden, kurz. Hallo, Bruder, lass mich reden. Bitte. Ey, Mann, ich komme nicht zu Worten. Was glaubst du, wer du bist? Du kommst hier rein, tust so, als wäre das dein Stream. Sei ruhig, Mann, du hast keine Ahnung, Mann. Dich kennt keiner, Mann. Sei ruhig, Mann. Cry. Weißt du, was das Problem ist? Lass mal den Bruder preparieren. Flex. Das ist, wenn man emotional wird, Bruder, ne, wenn der Flex kommt. Ne? Nein, du lässt mich antworten. Du lässt mich ausreden. Du bist ekelhaft. Bitte. Lass mal den Bruder, bitte. Außerdem, meine Frage war, und ihr habt diese Frage eh nicht verstanden. Komm, halt die Fresse jetzt. Ich hab gesagt. Keiner will wissen, was du willst. Ja, keiner will wissen. Cry. Baby. Cry. Mach ihn raus, bitte, Bruder. Ich geh raus. Ich lag nicht mit solchen Leuten rein. Salam alaikum, Bruder. Ich geh raus. Guck mal, ihr seid Schisser. Wo ist Eva und wo sind die Söhne im Koran? Guck mal, ihr drei könnt euch nicht helfen. Und deswegen braucht ihr einen Sufjan, weil ich zerlege euch alle drei allein. Bring uns mal im Koran. Nicht von einem Tafsir, aus dem Koran. Wie heißt die Frage? Wiederholt wie eine Kassette. Wie eine Kassette, wiederholst du die Fragen? Bist du dumm? Willst du antworten? Nur ganz kurz. Schau mal. Im Koran. Warte doch mal, halt mal deine Schnauze jetzt da unten. Flex, hör mal zu. Im Koran werden nur Propheten erwähnt, Gesandten. Und die Mutter, warte, lass doch mal ausreden, Mann.
über die Tafsire, um das zu verstehen, im Tafsir werden sie erwähnt. Die Hawa wird da erwähnt und alles. Aber stell deine Frage mal ein bisschen richtig. Also, okay? Ich stelle die Frage noch einmal. Ich habe sie doch gerade beantwortet, oder? Ich stelle die Frage noch einmal. Nein, ihr habt diese Frage nicht verstanden, weil würdet ihr sie verstehen, dann würde ich ihr verstehen. Ich habe dir gesagt, was willst du uns beibringen? Willst du uns sagen? Nochmal, nochmal. Worldwide Muslim, sei ruhig, weil dich würde ich kaputt debattieren. Wie eine Kassette. Und hör mal für lass mich meine Frage nochmal stehen. Ja, du stellst deine Frage. Im Koran. Ich stell die Frage nochmal. Im Koran. Ich stell diese Frage nochmal. Wenn Adam im Koran erwähnt wird, dann frage ich mich, warum wird die Frau im Koran nicht erwähnt? Dann weiß es jeder. Stell sie nochmal. Jetzt nochmal, bitte. Nochmal, stell nochmal die Frage. Abu Elham, ich stell dir die Frage noch einmal. Wenn Adam im Koran erwähnt wird, dann frage ich dich, warum wird die Frau von Adam im Koran nicht erwähnt? Und warum werden die beiden Söhne im Koran nicht erwähnt? Bitteschön. Adam wird 18 Mal erwähnt. Waren die Söhne, 18 Mal der Herrenmensch. Waren die Söhne Propheten? Es muss doch einen Lebenslauf geben über die Kinder, oder nicht? Was ist mit Cain und Abel? Was ist mit den Kindern von Adam und Eva? Warum werden die im Koran nicht erwähnt? Wenn das ja wirklich... Warum werden die nicht im Koran erwähnt? Du hast keine Ahnung, sei da oben ruhig, Mann. Du hast keine Ahnung, sei ruhig. Abu Elham. Von Propheten Mohammed werden die Frauen nicht erwähnt. Mit Namen. Wie bitte? Nochmal? Von Propheten Mohammed. Okay, aber wie ist dann der Ursprung der Menschen? Wenn wir von Adam und Eva kommen, dann fragen wir uns, warum werden die Söhne im Koran nicht erwähnt und nur Adam? Weil er ein Prophet war. Ja, aber wo ist dann der Ursprung der Menschen im Islam? Hör mal zu. Nur Adam siehst du? Ist wichtig. Boom, Knockout. Was für Knockout? Flex, wo ist der Ursprung im Islam? Kamen die Hadithe zuerst oder kam der Koran? Der Koran natürlich. Ah, Knockout, boom. Damit hast du es schon bestätigt. Boom, Knockout, vorbei. Ende Gelände. Ja, und, boom, boom. Okay, und jetzt eine kurze Frage. Wem wurde der Koran? Ende Gelände. Von wegen Islam ist die Wahrheit. Leute, folgt den Herrn Jesus Christus und nicht diese Lügengeschichten, was die da erzählen. Mit deinem Gott, wo Schläge bekommt. Mit euren Lügengeschichten, was ihr da erzählt über Allah ist das, Allah ist das. Ich nehme euch alle auseinander, alleine. Flex, ohne Probleme. Hör mal zu, Flex. Das ist ein Bumbumpferd. Flex, erstens, persönlich würdest du mich niemals auseinandernehmen, das können wir schon mal abstreichen. Zweitens, wir können gerne eine Debatte führen, nur wir beide in deinem Kollege, du hast doch gerade eben bewiesen, Hey, bitte, Abu Elham, lass uns ehrlich sein. Ace, kannst du... Lass uns bitte ehrlich sein. Ich möchte hoch. Lass uns bitte ehrlich sein. Ich war mit dir und Moslem hier alleine. Was habt ihr alle drei gesagt? Oh, holt Sufjan hoch. Habe ich das gesagt? Moment, ihr drei könnt euch nicht verteidigen. Das habe nur ich gesagt. Moment. Eine Sache. Ich habe dich gefragt, kamen die Hadithe zuerst oder der Islam oder der Koran? So, was hast du gesagt? Koran. So, also müsste doch im Koran beschrieben werden, wer Eva, also beispielsweise Adam und wer Eva ist. Steht aber nicht drin. Warum steht nur Adam drin, aber nicht Eva? Warum die Frauen nicht erwähnt werden, Mann. Woher soll der Islam dann die Wahrheit sein, wenn die Frau nicht mal erwähnt wird? Warum müssen Muslime die Tora aufschlagen oder die Bibel herausfinden? Was ist dann der Ursprung im Islam? Von wo stammen wir dann, wenn die Frau nicht mal erwähnt wird? Hör mal zu, die Frau muss nicht erwähnt werden. Ey, das hat keinen Wert. Six, Bruder, ich küsse dein Herz. Ich gehe raus, mit diesen Menschen hat es keinen Wert. Ich kann dir eine Sache sagen, Bruder Herz, Six. Jesus Christus ist die Wahrheit. Diese Leute kommen wie Wölfe im Schafspelz und lügen. Jetzt weißt du, dass Gegenfragen kommen von der Bibel. Ja, nein, lass ihn doch flüchten. Er hat nicht mal die Eier. Darum flüchtest du jetzt.
Lass ihn doch. Solche Hunde wie er, wo bellen die ganze Zeit, brauchen wir nicht. Also mir ist egal, ich muss mich keinen debattieren hier. Aber wenn er will, können wir gerne debattieren, nur wir beide. Und dann reden wir mal richtig. Und nicht seine Sunna.com, keine Ahnung was. Aber was hast du gegen Sunna.com? Sunna.com sind von den Zionisten alles vermischte Hadithe, wo gefälscht worden sind. Geht auf die Hadithe mit den Büchern. Hey, Sunna.com sind doch von Muslimen, oder nicht? Nicht, das hat nichts mit Muslimen zu tun. Weil da wird es falsch hingestellt, wie wir in den Büchern drin haben. Hör mal zu, Abdul. Das ist richtig. Wo im Internet kann man die richtigen Hadithe finden, die nicht? Hol dir das Buch, sei Bukhari. Sei ja. Muslim. Du hast ja. Die Bücher doch. Da holen wir uns die Quellen richtig. Im physischen Zustand, also quasi die Bücher, wie quasi das Buch hier oder so. Oder? Aber es gibt auch Internet, genau. Oder nicht? Musst du die aus Internet haben? Oder kannst du sie aus dem Buch haben? Ey, guck mal, aus dem Internet kannst du dir viel mehr Quellen raussuchen. Du kannst verschiedene Bücher gleichzeitig. Du brauchst nicht 10.000 Bücher, sondern du kannst gezielt nach einer Quelle suchen. Und es gibt zigtausend auch medizinische Fehler im Koran. Da braucht man gar nicht reden. Schau mal, allein schon, wo Ejakulat hergestellt wird. Irgendwo zwischen Rippen und Lendenwirbel. So, das macht keinen Sinn. Oder Menschen sind aus Blutklumpen entstanden. Oder aus Nichts. Oder aus Staub, Erde, Ton. Da gibt es genug Suchen und Versen, wo man lesen kann und Fehler entdecken kann, aber... Ey, das schreibt Loco Mokro, kannst du ihn kurz hochholen? Schau mal, Man of God, ich gehe nach den Büchern, ich hole mir alles nur aus den Büchern. Ich gehe nach dem Koran, nach der Sunna des Propheten, a.s.w. und fertig. Mich interessiert nicht, was im Internet steht oder so. Weil Internet ist für mich eine falsche Plattform. Ganz einfach. Aha, Internet ist falsche Plattform. Ja, ja ey, okay. Was soll ich dir sagen? Soll ich dich jetzt anlügen? Ich sag das. Und dann kommt man mit Büchern, dann heißt es, ey, ich nehme keine Hadithe mehr an, dann bin ich nur noch Koranist, weißt du? Dann sagt man, aber Ich nehme die Hadithe an, die Sahih sind. Ja, okay? Bei Sunna.com sind auch Sahih Hadithe. Ja, aber bei Sunna.com steht nicht das, was in den Büchern steht. Das sind alles Lügen da, was da sind. Ace, kannst du bitte Sufjan hochholen, bitte? Hallo, kann ich ganz kurz eine Frage stellen an Abu Alham? Alham? Abu Alham? Ja, bin da. Eine Frage, hast du ein einziges Beispiel, wo bei Sunna.com etwas anders übersetzt wurde, also quasi der Inhalt vertauscht wurde, wie Nimm dir das Buch und dann vergleich mal. Ja, aber hast du ein Beispiel, weil du bist nicht ich bin der Aussage. Guck mal, ich kann dir auch gerne zeigen. Ganz kurz, Abu Halam, dass du mich genau verstehst. Du hast die Aussage getroffen, dass Sunna.com von den Juden, von den Zionisten, also durch die Zionisten diese Seite erstellt wurde oder verändert wurde und dass da viel Schwachsinn steht. Und ich will nur ein einziges Beispiel haben. Ein einziges Beispiel. Bruder, ich bin unterwegs, ich sitze im Auto. Okay. Ich habe jetzt nichts bei mir. Wäre ich zu Hause, sehr gerne. Sonst kannst du ja auf deiner Seite das zeigen oder so, ein Beispiel, wo wirklich Inhalt vertauscht wurde. Ich sagte dir, wir hatten schon viele Beweise, auch vieles, was der kleine Jahil da so. Assalamu alaikum, liebe Geschwister, erstmal kurz. Wie heißt der Flex oder so? Wa alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh, Bruder. So, was war denn das Thema vorhin? Was hat er denn wieder gesagt? Weil die Christen sind so unwissend, jetzt sind ein paar Muslime. Nein, der Flex wollte wissen, ob Hawa im Koran erwähnt wird. Und warum nicht? Warum der Stamm nicht erwähnt wird? Ja, aber die Christen wissen anscheinend gar nicht, aus was Koran besteht, aus Koran und Sunna und das, was uns der Prophet sagt, das ist auch authentisch und es gibt Überlieferung, Hadith in Bukhari und Muslim, dass Hawa, ganz, ganz normal, der Name ist Hawa. Vom Propheten Adam a.s. Die Frau, fertig. Wo ist das Problem? Keine Ahnung, Bruder. Der Flex, der bellt gerne, das weißt du ja. Was sind das für Menschen?
So, was war gerade mit angeblichen Hadithen, mit angeblichen... Bruder, ich habe es eben gesagt, ich nehme nichts aus Sunnah.com. Nur wenn es ja, Internet ist eh immer schlecht, ja. Man sollte echt mal ein bisschen Bücher aufschlagen, gebe ich auch mal den Tipp den vielen Christen oder Leute, die einfach auch gar keine Ahnung haben. Geht zu den Büchern, holt euch die Bücher, da wird auch eine Erklärung, gibt's immer unten in der Spalte, gibt's auch noch extra eine Erklärung zu einem bestimmten Hadith. Und nicht, dass die Leute einen Hadith rauspicken und dann selber eine Erklärung, oder eine Analogieschluss irgendwie ziehen von einem Hadith, obwohl sie so unwissend sind. Deswegen. Kannst du mir eine Frage machen? Bücher. Also ich bin dann raus, ich habe ja meine Frage gestellt. Was gut dann. Wie alt war Aisha, als sie fertig gemacht wurde von ihrer Mutter zur Hochzeit bis zur Hochzeit von Mohammed? Wie alt war sie da ungefähr? Sie war 9 und sie sagt selber, mit 9 Jahren ist eine Frau in der damaligen Zeit vor 1500 Jahren, rund 1500 Jahre, wenn man es genau haben will, 1445 Jahren, war das Alter von Frauen oder die Reife von Frauen nicht so wie in der heutigen Gesellschaft. Nee, 2024. Nee. Nummer 1. Nummer 2, bist du Christ? Heute sind bist du Christ? Das macht keinen Sinn. Wissenschaftler sagen, dass früher die Leute viel spätreifer waren als heutzutage. Wissenschaftler sagen, dass sogar vor 200 allein schon alles an Hormonen und was in dem Essen und was in dem Leitungswasser drin ist und so, die ganzen Hormone, da sind die Leute viel früher. Das macht keinen Sinn. Aber warte mal kurz. Ich habe noch eine Frage. Ich habe geantwortet. Jetzt habe ich eine Frage an dich, wie alt war Rebecca? Du bist ehrlich. Eine Frage noch. Und wie alt war Aisha? Raus, weil Jesus ist ja Jude und er erlaubt, dass man ab drei Jahre und einen Tag heiraten darf. Ich kann dir auch die Quelle geben aus dem Talmud. Wo ist das Problem? Okay, mach das. Kein Problem. Ich bin auch meine Tempel. Noch eine Frage. Wie alt war Aisha, als Mohammed gestorben? Du bist ehrlich. Shalom, Gottes Segen. Weiß ich nicht. Da gibt's Meinungsunterschiede, wie alt sie da genau war. 62, sagt man doch ja, so. Ja. Wie alt war Jesus, als er gestorben ist? Weißt du das? Wie alt war Jesus? Aisha war keine 62. Nein, 62 war sie nicht. Lass diesen Lügner, erzählen. Wie alt war Jesus, als er gestorben ist? Ich bin mal gespannt, ob du Ahnung hast. Wie alt war der? Wie alt war Jesus, wo er gestorben ist? Ja, nicht mal das weißt du. Guck mal, er muss schnell googeln. 32. Mit solchen Leuten hat man es hier zu tun. Guck mal, er muss googeln gehen. Hä, wieso ist das jetzt eine Debatte hier drin zwischen Muslimen und Christen? Oder was ist das jetzt hier? Nee, also es ist eigentlich keine Debatte, aber vorhin haben die Brüder haben gesagt, ich soll kurz hochkommen, weil irgendein Flex da war, der hat irgendwelche Scheinargumente rumgelogen. Hat irgendwie aber Leute, ich habe gehört, in den Hadithen die Aisha geheiratet hat, war sie auch sehr, sehr dünn. Und dann Nein, war sie nicht, das steht nicht in dem Hadith. Bring den Hadith, bring deine Quellen mal, bitte. Lass uns doch mal bitte ausreden. Und die Mutter... Hey, laut Hadithen wurde sie gemästet. Aisha gefüttert und quasi ihn für Mohammed fertig Schau gemacht. Schau mal meine ganzen Ja, genau. Den Hadith kenne ich, der ist überliefert. Mal zu deiner Frage. Authentisch. Laut Erinnerung... Jesus war 40 Jahre. Aber es wird vermutet, ich habe gerade geguckt. Du hast gerade eine Frage gestellt. Wieso 30 bis 40. Wieso darf dieser Christ da oben, Man of God, einfach reinreden? Warum? Du hast mich doch gerade gefragt, wie alt war ich? Der 666 hat mir eine Frage gestellt. Wieso redest du dazwischen? Okay. Verzeihung. Ja, also dann sei still ganz kurz. Also, ja, es gibt eine Überlieferung, wo unser Prophet, wo überliefert wird, dass Aisha radiallahu anha, und damit widerlegt ihr euch sogar, oder viele Christen und Islamhasser widerlegen sich damit selbst, weil warum? Es gibt auch 1000 andere Überlieferungen, wo Aisha gesagt hat, dass sie schon in der Pubertät war, und zum Beispiel, und viele Christen sagen, diese unwissenden Leute, die sollen einfach mal zurückgehen, 150 Jahre, wann die Frauen damals geheiratet haben, und dann haben sie zum Beispiel, gibt es Überlieferungen, wo Aisha Haarausfall schon bekommen hat, und alles Anzeichen von Pubertät. Aisha selber sagt auch mit ihrem eigenen Mund, dass sie reif war, psychisch und körperlich reif war in dieser Zeit, als sie sozusagen vorbereitet worden ist, dass sie heiraten kann. Dass die Zeit vor 1445 Jahren ist nicht wie heute 2024, wo die Frau mit 35 noch unverheiratet ist, weil sie Karriere machen muss, 30 Jahre. Ja, gut, versteht okay, ihr? Okay. Und dasselbe gibt es in der Bibel auch, weil Rebecca war sogar 3 Jahre alt. Haarausfall hört sich nicht nach Pubertät an. Im Gegenteil, Haarausfall hört sich nach Stress und Krankheit an. Nein, okay? Und nicht Krankheit nach Pubertät. Hast du anscheinend. Und nochmal was. Hast du anscheinend. Wie gesagt, Menschen sind heute viel frühreifer als die Krank ist dein Gott Guck Jesus, doch mal auf die der Krankheiten Straße. Aller Menschen getragen. Da laufen doch schon 11-Jährige rum und sind schon mitten in der Pubertät.
Krankheit hat Jesus getragen. Krankheit hat Jesus getragen. Laut Bibel, Neues Testament, Matthäus und Lukas. Allah, Alter, ey, ey, das ist unmöglich, Alter. Red nicht so über den Gott, Digga. Red nicht so über den Gott. Man of God, 1. Korinther. Ja, das ist Gotteslästerung. Allein schon, dass Maria irgendwas eingehaucht wurde unten. Zeig deine Quelle für unten. Zeig deine Quelle für unten. Und ich zeig dir was aus deiner Bibel. Ja, aber Leute, zeig dir eine Quelle, wo drin steht, dass in Maria unten eingehaucht hat. Du wirst dich jetzt blamieren. Okay, ich such das jetzt schnell. Such den Tafsir raus. Weißt du, was ein Tafsir ist? Meine Frage, 1. Korinther 7, Vers 36. Beantworte mir die Frage. Ja, gut, aber Leute, Tafsir ist ja so eine Sache. Tafsir sind doch Interpretationen von allem. Nein, das ist einfach nur eine Erklärung. Guck mal, ganz kurz, du musst eine Sache verstehen, 666. Weil ich weiß nicht, vielleicht bist du ehrlich, okay? Weil diese anderen hier, so Men of God und in Jesus' Name, die sind eh unwissend und ich glaube, die sind eh schon voreingenommen. Die sind schon manipuliert worden. Schau mal. Eine Sache, der Koran ist so oder so perfekt. Es kann keiner den Koran. Deswegen wirst du immer wieder sehen, dass viele Leute oder Islamhasser nicht mit Koranversen kommen, weil der Koran perfekt ist. Deswegen wollen sie, unterbrech mich nicht, danach darfst du mich widerlegen. Was wollen sie immer ziehen? Sie wollen immer Hadithe rausziehen, verstehst du? Aber Hadithe sind einfach nur dazu da, natürlich, die spezifizieren den Koran noch mehr, verstehst du? Die erklären uns, wie wir zu leben haben nach dem Koran. Und dazu die Tafsire, die Erklärung von Gelehrten, das stimmt. Gelehrte könnten Fehler machen. Sie sind natürlich nicht masum, das heißt, sie sind nicht fehlerfrei. Aber die Gelehrten haben Ijtihad gehabt. Sie haben sich bemüht, das richtig sauber zu erklären für uns. Und das war's. Das müssen ja auch Christen. Christen müssen ja auch zu Kirchenväter gehen. Wahre gläubige Christen, nicht diese Fake-Christen hier. Nicht diese Freikirchler. Sie müssten normalerweise auch zu ihren Kirchenvätern gehen. Aber wenn du einen Christen fragst, nenn mir bitte nur 2, 3 Kirchenväter, wissen sie das nicht. Ich verstehe das ja, aber du, guck mal, wichtig ist im Endeffekt das, was im Koran steht. Wirklich 1:1 im Koran. Weil diese ganzen Tafsire und so, das sind einfach Interpretationen. Dass kein Gelehrter wird irgendwas gegen seine Religion interpretieren. Das heißt, diese Gelehrten haben dann quasi so irgendwas, ja, sich ausgeschmückt, besser gemacht. Aber im Endeffekt zählt nur das, was im Koran steht, auf Arabisch. Das sind Erklärungen und keine Interpretationen. Erklärungen. Aber genau. Guck mal, Erklärungen. Zum Beispiel, dann werden auch Namen erwähnt, quasi. Es ist die und die Person gemeint oder das und das gemeint. Aber im Koran steht das nicht. Gib mir ein Beispiel, zum Beispiel. Entschuldigung. Assalamu alaikum und hallo an alle. Darf man ganz kurz zu Wort kommen? Da bin ich deiner Meinung. Ist das okay? Darf ich ganz kurz zu Wort kommen? Vielen lieben Dank, Leute. Ganz kurz. Und zwar nur erstmal zu den Muslimen und auch zu den Leuten, die hier so gerne debattieren. Na, ist ja jedem selbst überlassen. Es wurden Propheten gesandt, also ne, gesandte Propheten, ja. Und das Ding hat sich immer wiederholt, ja. Die Wahrheit ist offen und die Lüge ist offen. Ich verstehe nicht, warum ihr andauernd ne, mit Leuten debattiert, die ohnehin gegen den Islam sind. Wir Muslime, wir müssen uns nicht rechtfertigen. Das ist schon mal Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, was bringt es einem, sich rechtfertigen? Aber Habibi, sorry, dass ich dich unterbreche, Bruder. Das Problem ist, euer heiliges Buch geht gegen unser Gott und gegen unsere Religion, weil ihr Jesus Christus verleugnet. Mokko, deswegen alles gut, sind wir alles da. Gut. Lass mich Mokko, nur mein kurz Bruder, das ausreden. Problem ist, dass diese ich die möchte Leute keinem so irgendwie lügen, blöd deswegen. Kommen oder irgendeinen dazwischenreden. Bitte lass mich nur kurz ausreden, bitte. Ich hoffe, ihr gebt mir nur kurz das Wort. Ich möchte keinem irgendwie nahe treten. Ich möchte nur im Namen von uns Muslimen jetzt, ne, nur eins loswerden und dann ist auch gut. Ich möchte auch keinen beleidigen oder so. Das Ding ist einfach, die Propheten hatten eine Aufgabe, versteht ihr? Egal welcher Prophet hatte eine Aufgabe. So, Bücher sind da, ja? Wahrheiten kann man suchen, Lügen kann man erkennen, aber wenn jetzt Leute mit Emotionen hier rangehen, der eine hasst zum Beispiel Muslime wegen dem und dem Grund, der andere hasst Christen wegen dem und dem Grund. Es wird mit Emotionen gesprochen, das hat man eben gemerkt, okay? Der eine beleidigt den anderen, der andere lässt den anderen nicht ausreden. Fakt ist einfach, Da'wa zu machen. Da'wa bedeutet, ja, erstmal mit sich selber Da'wa zu machen in seinem Verhalten.
Bruder, bitte, Achi, du sollst nicht predigen, Bruder. Bruder. Alles du gut, predigst. Bruder. Es, ich nein, weiß nein, nicht, ich bin sofort weg, dann kannst du die ganze Zeit reden. Fakt ist einfach, das ist ein Fehler, Bruder. Du bist dich hier gerade am Unterhalten mit Leuten, die nachhinein, ja, um eine Aisha beleidigen, die den Propheten beleidigen. Die, das ist nicht gut, das ist falsch, Bruder. Wow. Deswegen sind wir da, um ihre Lügen aufzudecken, Mokro. Welche Lügen? Loke, bitte, lass du mich gehen. Bruder, dann lass geh und Achi, يعني لا نحتاج إلى دعوة. بارك الله فيك مكرو. إذا كانت تتكلم عربي ما نحتاج إلى دعوة. خلينا هؤلاء الكفرة الفجر الذين يسبون دين محمد صلى الله عليه وسلم ندافع عنه يا أخي. تمام؟ عنده عربي إيش كان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wo ist dieser Flex jetzt? Diese Flex, der Munafik, der keine Ahnung hat, ich frage dich, wo steht in deiner Bibel, Jesus gesagt hat, ich bin das Wort. Gut jetzt, ابن المطعى يلا ابن المطعى غوص ابن سينا ابن سينا ابن نرجس اليهودية ابن نرجس اليهودية ايش und der Vater sind eins اوكي ابن نرجس اليهودية ابن نرجس bitte اوكي also wo steht in der Bibel Jesus gesagt ich bin das Wort bitte sag mir das السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفرس Wie geht's die Christenhasser? Wie geht's die Christenhasser? Heute wird cool. 666, du bist ein guter Host. 666. Bist ein guter Host. Also schau mal, der Typ da beleidigt. Bitte atmen. Host, der Typ beleidigt. Abu, diese Amir Abu. Der Menschenfresser, der Kannibale hier. Der Kannibale. Also fangen wir an, Debatte. Oder was ist los mit euch? Leute, alle zusammen. Fangen wir an jetzt, Debatte, ihr Menschenfresser. Lass mal die Muslime sprechen. Stumm den. Ist kein Problem, bitte. Unser Wiederlocker, beruhig dich. Stumm den. Stumm den. Wir haben jetzt normales Gespräch, okay? Kannst du bitte die beruhigen, bitte? Ruhig alle. Also, ihr Menschenfresser, was machen wir jetzt? Das steht in deiner Bibel, Jeremia Kapitel 9. Menschenfresser. Kinderfressen. Menschenfresser. Ich werde dir zeigen, wer Kinder fressen darfst. Du. Jeremia Kapitel 19, Vers 19. Ich werde dir zeigen. Ja, ja. Machen wir auf, um uns schauen, wer der Lügner ist. Mit Donna. Machen wir auf. Komm, Host. Wir sollen seine Lügen aufdecken. Er soll aufmachen. Er soll seine Lügen aufmachen. Host. Er lügt. Host, er lügt. Bitte stumm ihn kurz. Nein, stumm Sufjan und dank mir. Lass uns argumentieren. Also komm, Jeremia, machen wir Jeremia auf, ihr Lügner. Komm, ihr Kannibale, komm, wir machen jetzt, komm. Wir schauen, wer Kannibal ist. Wir schauen, wer da... Also, komm, machen Jeremia auf, Amir, Abu. Okay, mach Abu, Abu Nedges. Abu Nedges. Zeig mal Abu Nedges. Abu Nedges. Zeig mal Abu Nedges. Abu Nedges. Komm, Abu Nedges. Abu Nedges. Komm jetzt, Abu Nedges. Zeig mal. Zeig mal Abu Nedges. Abu Nedges. Zeig mal Abu Nedges. Amir, lass mal ganz kurz. Bitte, ganz kurz, bitte. Ach, der lässt mich nicht ausreden. Er weiß, dass ich ihm beerdige gleich. Beerdige, werde dich jetzt gleich, du Kannibal, ich werde dir zeigen. Kannibal, der steht in Johannes Kapitel 6, Vers 2. Nein, Kannibale ist deine Religion. Deine Religion ist Kannibal. Schau mal, das steht in der Bibel. Stumm dich. Leute, schreiben das auch. Stumm dich. Schau mal. Schaut jetzt mal alle. Versteht ihr? Und da also, wir das Essen einer toten Menschen erlaubt haben, ohne ihn zu kochen oder zu grillieren, eine tote Menschen Körper, und es ist halal. Es ist halal, ein Mensch zu fressen. Ein Mensch zu essen ist halal. Mein Körper. Schau mal.
In der Bibel darfst du Kinder essen. Du musst zeig, zeig in der Bibel, dass ich Kinder essen darf, Kannibale. Zeig, was steht da drin, Kannibale? Steht da drin, dass das ist halal ist? So hat mir mein Sohn. Ah, Kannibale! Okay, ihr Kannibale, du! Das kann nicht mehr! Ihr Kannibale! Komm, zeig mal! Zeig mal! Guck mal hier. Also, und da wir, das ist eine tote Menschen, erlaubt es. Schau mal, eins hat 666. Was bedeutet das 666? Das ist teuflisch. Aber deine Religion erlaubt Menschen zu fressen. Schau mal hier. Es ist halal. Es ist halal. Es ist halal, Menschen zu fressen bei dir in deiner Religion. Schau mal. Und da unten noch. Essen eine verheiratete Person. Schau mal. Eine verheiratete Person gegangen ist, gekämpft und töten, essen, wer aufgehört hat zu beten. Ihr Käfer, wer von euch aufgehört hat zu beten, muss aufgefressen werden. Und wer auch immer an dem vergelt und erleidet, selbst wenn der Mann keine Erlaubnis zu töten gibt. Schau mal. Denn du bist also, hier, Menschen zu fressen, hier, Kinder. Hier zeig, zeig, beweis es, beweis es. Ich habe den Beweis gebracht. Alter, Menschen zu fressen, zeig, beweis uns. Schau mal, Jeremia Kapitel 19, Vers 9. Dein Gott hat befohlen, Kinder zu fressen. Schau mal, in Jeremia, der Gott selber, mach mich groß bitte, der 666, mach mich groß bitte. 666, bitte, mach mal einen groß bitte. Mach mich bitte groß, damit die Leute sehen, dass ich steht nicht bei uns, sondern ich steht in der Bibel. Mach mich bitte groß. Wir werden es sehen, nachher werden nie groß gemacht. Schau mal. Das ist hier, in Jeremia, Kapitel 19. Oh, er zittert, er ist nervös. Abu Qasim ist nervös. Abu Qasim ist nervös. Zeig, wo steht das Erlaubnis? Wo steht das Erlaubnis? Sie lassen ihre Söhne und Töchter Fleisch fressen. Wo steht vielleicht drei Fressen? Also, komm, zeig, wo steht das Erlaubnis? Jeremia, Kapitel 19. Was steht das? Vers 9, ja. Ich will ja. Sie lassen ihre Söhne und Töchter Fleisch fressen und einer soll den anderen Fleisch fressen in der Not und Angst, damit mag sie auf, du schläfst im Kontext, nicht nur ein Vers, nicht nur ein Vers, Abu Qasim, nicht weinen, Abu Qasim. Hast du gesehen? Wo steht das? Das ist das. Wo steht das? Okay, jetzt mach mich groß, Eis. Mach mich groß, wieder Luca TV jetzt, Eis. Mach jetzt wieder Luca TV groß, Eis. Eis. Ganz kurz nochmal. Der kann nicht reden. Du hast nur Angst, er zittert einfach, Junge. Warum zittert er so, damit man nicht lesen kann? Er zittert. Warte schnell. Du gerade nicht. Du möchtest nicht normal debattieren. Du willst nicht normale Diskussion führen. Und da wir das Essen, und das sagt Iman Al-Kabi, und da wir das Essen einer toten Menschen erlaubt haben, ohne ihn kochen oder grillieren, einen toten menschlichen Körper, und es ist halal. Es ist halal, eine Abtrünnige zu töten und ihn essen und die Kämpfer zu töten, selbst wenn ein Kind oder eine Frau ist und sie zu essen, weil sie nicht unfehlbar sind und töten essen eine verheiratete Person, die Ehebruch begangen hat und den Kämpfer und töten essen, wer aufgehört hat zu beten, ihr Käfer, wer aufgehört hat zu beten, muss aufgefressen werden. Aufgefressen werden, wenn ich aufhört zu beten. Aufhört hat zu beten. Schau mal da. Und tötet und essen eine verheiratete Person und die Ehebruch begangen hat. Ihr Kannibalen. Baby Anbeter, wo steht das im Koran oder Sunna? Siehst du? Der kann nicht mit mir diskutieren, normal. Wir wollen normale Diskussion. Mach mich bitte groß. Mach mich bitte groß. Ich bitte dich, mach mich groß. Man versteht bitte auch nichts. Amir, du redest ja auch immer rein. Du redest immer rein. Warte kurz, du bist ganz einfach der Ibn Nergis. Sei leise bitte, Ibn Nergis, Al-Yahudi. Ja, okay, Ibn al-Mut'a, Alter. Du Ibn al-Mut'a. Du wurdest durch eine Mut'a gezeugt, du. Hör bitte zu, stimmt denn der Kanzir, Alter? Stimmt ihn. Nochmal. Abu Vidaloka kann mit mir keine Debatte führen. Das steht in der Bibel hier. Kannst du für uns lesen, unser Freund? Lies das vor, bitte. Unser Freund 66, lies das bitte vor. Drück mal da. Nein, lies du, da kannst du nicht lesen.
3 Wochen in Almania. Ja, das ist denn in der Bibel und ich werde 130 wieder, also beweisen. Du bist 3 Wochen in Almania und schon debattierst du hier rum, Digga. Okay. Lies das nochmal vor, lies das vor, wenn du einen. Also, ich will sie lassen, ihr Söhne und Töchter Fleisch fressen und einer soll dessen anderen Fleisch fressen in der Not und Angst, damit sie ihre mit dem Kontext, im Kontext. Jemand, der Junge, hast du ihn gerade zu Ende lesen lassen? Was willst du denn da? Lass mal lesen, lass mal lesen. Ja, Ibn al-Mut'a. Ja, lass ihn bis Ende lesen, Ibn al-Nargis, ein Yahudi. Damit sie ihre Freunde so nach ihrem Leben stehen, bedrängen werden. Ja, Menschenfresser. Ja, da steht eindeutig in euer Buch drin. Masha'Allah, Masha'Allah, ey, voll im Kontext, Achi. Achi, lies mal Kontext, bitte. Lies mal im Kontext. Lies weiter. Lies doch weiter. Lies doch weiter. Kontext noch lesen. Lies doch weiter. Was sollen wir lesen? Das Kinderfresser in der Bibel, in Jeremia. Ja, lies doch weiter, Jeremia 19,10. Lies doch weiter. 19,10, lies weiter. Scroll runter. Scroll runter. Scroll runter, Achi. Scroll runter, Achi. Scroll doch runter. Du liest immer irgendwie. Durchatmen. Und ich will mach mal ein bisschen höher. Mach mal ein bisschen höher. Ich muss lesen. Also Horst, er hat jetzt gelesen, Horst. Jetzt lass mich lesen, Horst. Ey, bitte, Migros machen und lesen. Fangen wir an. Vielen Dank. Also kannst du bitte den Rest stummen, Horst? Vielen Dank. Also schau mal. Diese Armee, kannst du bitte diese Armee stummen? Diese Abu, diese Nedjets, Abu Nedjets hier. Kannst du bitte Abu Nedjets stummen, bitte? Abu Nedjets. Kannst du schon bitte Abu Nedjets stummen? Kannst du bitte Abu Nedjets stummen? Er hat Angst jetzt, er bekommt Panik. Vielen Dank. Ich tue ihn wieder rein. Vielen Dank. Also, schau mal, bei mir ist gestanden in der Bibel, dass Gott es wird zulassen. Okay, Gott wird zulassen als Strafe. Also bitte, lass mich jetzt reden. Also, dass Gott wird zulassen als Strafe. Hier sagt ein Imam, und da wir das Essen einer tödlichen Menschen erlaubt haben, ohne ihn kochen oder grillieren eines todes menschlichen Körper, okay, es ist halal, ein Abtrünniger zu töten und ihn zu essen und die Kämpfe zu töten, selbst wenn ein Kind oder eine Frau isst. Also du darfst ein Kind und eine Frau essen. Sei gerecht. Aber okay, ein Kind, bei mir ist gestanden, Gott wird es zulassen. Gott wird als Strafe zulassen. Also bei mir steht geschrieben, Gott, könnt ihr bitte aufhören zu labern? Also, wir sehen, die haben Angst. Sie haben Angst darum. Lass sie nicht ausreden. Lass mich bitte ausreden. Lass mich ausreden. Eben, also, ihr seid sehr ungerecht. Sufjan, sei doch mal leise. Sei leise. Das sind die Quellen. Und das ist ein euer Gelehrte. Euer Gelehrte erlaubt Kinder, Menschen zu essen, ihr Kannibalen. Also, zeig mir das in der Bibel, ihr Kannibalen. Warte, lass mich erzählen. 666, bitte. Ich mache mich lautlos sogar für euch. Wie der Luca, wo ist deine Quelle? Wo ist die Quelle? Ey, warum hast du Quelle? Er hat das doch gerade gelesen. Leute, aber er hat das doch gerade vorgelesen. Er sagt so mit der Quelle. Abonnages, du richtig hast du gemacht zu kicken, Abonnages. Richtig hast du gemacht zu kicken. Ich will nur eine Minute. Bitte mach mich doch. Nur eine Minute. Ich bin auch das hier. Ja, gib dem Bazarhändler mal bitte eine Minute, Mann. Gib dem Abu Mut'a eine Minute. Ibn al-Nargis, sei leise. Schau mal, ja, okay, Abu Mut'a. Deren von mir, er kann nicht Diskussion normal, weil er weiß selber, ich werde ihn beherrschen. Ich bin hier, Abu Nedjes, ich bin hier. Nicht labern, Abu Nedjes, ich bin hier. Renn nicht weg jetzt. Ruhig dich. Du kannst nicht normal reden, schau mal. Ekelhaft bist du. Warte kurz. Okay, ihr seid ekelhaft hier. Nur eine Minute. Ekelhafter Mensch, du Abu Nedjes, du. Lass ihn doch mal ausreden, hallo. Nochmal.
steht nirgendwo bei uns. Das, was er gebracht hat, ist bei uns existiert nicht. Wir wollen von Koran und Sunna. Ich fordere dich heraus, wenn du ein Mann. Ich bringe das von der Bibel, von Neuen Testament und Alten Testament. Das ist Alten Testament, dass man Baby fressen muss und sogar kochen muss. Ich stehe das in 2. König, kochen muss. Und ich bringe dir gleich in Neuen Testament. Jesus hat in Johannes Kapitel 6, Vers 53. Ein Wert bringen, Kollege. Ein Wert. Nicht 100 Sachen philosophieren hier. Angst hatte. Abonnetes. Nicht rennen, Abonnetes. Also bitte keine Angst. Abonnetes, nicht rennen. Ein Vers hast du gebracht, wir reden über diese Vers, Abonnetes. Nicht rennen. Jeremia 19,9, wir reden über diese Vers, Host. Host, damit er soll nicht flüchten. Nicht flüchten. Lass mich ganz kurz, bitte. Host, schau mal, der kann nicht eine Minute. Nein, nochmal. Wieder Fanta, ich fordere dich heraus. Sag uns, wo steht das im Koran oder Sunna? Das ist Nummer eins. Nummer zwei. Im Alten Testament, dein Gottvater hat befohlen, Kinder zu fressen und Kinder zu kochen. Das alles, was du gelabert hast, steht bei euch und nicht bei uns. Okay. Jesus sagt in Johannes, Kapitel 6, Vers 3 und 4. Jeremia bist du jetzt. Jeremia. Jeremia bist du jetzt. Nicht flüchten, Abonnetes. Nicht flüchten, Abonnetes. Nicht flüchten, Abonnetes. Jeremia 19,19, wie jetzt? Lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Jeremia 19,19, wie jetzt? Nicht flüchten. Also noch mal. Nicht zittern. Also ey, Host, der Summit. Schick bitte Summit raus. Diese Abonnetes hier, Abonnetes Summit. Danke, vielen Dank. Ausreden bis Ende. Du kannst nicht. Du bist ein alter Mann, aber bist feiglich. Kannst du mal den Sufjan rausschmeißen, der Flug? Nein, weil du hast Angst vor mir. Ich weiß. Ja, ich weiß. Ihr habt Angst. Ein Vers, Host. Wir sollen korrekt bleiben, Host. Er hat jede Mia 19,9. Wir sprechen darüber jetzt. Wir sprechen jetzt darüber, wenn ein Mann ist. Er flüchtet, Host. Wenn er ein Mann ist, wie er bleibt 19,9. Okay, nochmal. Lass mich bitte jetzt ausreden und dann bin ich raus. Wenn er so weitergeht, wenn er will nicht Debatte mit mir. Er flüchtet, Host. Wir sind jetzt bei Jeremia 19,9. Nochmal. Jeremia 19,9. Er flüchtet jetzt. Pass auf, was er macht. Lass mich bitte. Mach Showtime. Mach Showtime. Genau. So ist ruhig. Bitte, ruhig, bitte. Ruhig. Nochmal. Schau mal, was der Abu Fanta gesagt hat. Es steht nirgendwo bei uns in Hadith, nirgendwo im Koran. Aber steht der Vater, Gott, der Bibel, Vater, hat befohlen, Kinder zu fressen. Ich kann über 20 Verse zeigen, dass Gott. Ah, nein, 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 eine. Wo er soll beweisen, wo dein Befehl ist. Dieser Abonnente soll beweisen, wo der Befehl ist. Hör bitte zu. Nochmal. In deiner Bibel, über 30 Verse steht, dass Gott, der Bibel, Vater befohlen hat, Kinder zu fressen. Okay? Und in 2. König. Also nochmal, Host. Host, er lügt. Wir sind hier bei Jeremia 19,9. Was macht er? Was erzählt er? 30 Verse. Ich habe eine Sache gebracht, wo seine Imam erlaubt, Kinder zu essen. Host, mach mal Showtime, bitte. Hör bitte zu. Hör bitte zu. Nochmal. Dein Gottvater hat befohlen, Kinder zu fressen. Bleibe bei Jeremia 19,9, nicht flüchten. Nicht flüchten. Dieser Feigling ist ein Käfer, der mich Feigling bist du, du dreckiger Abunedje. Du Feigling. Ey, sei mal ruhig, du Sohn einer Mutter. Du wurdest durch eine Mutter, Zeitehe, Zeitehe, du Sohn einer Zeitehe. Sei leise, du Bruder, du flüchst die Leute. Männer, mach das bitte nicht. Bitte nicht, bitte ab. Man of God, bitte nicht, Mutter oder so, bitte mach das nicht, nicht wenn ich da bin, bitte. Alles können wir sagen, aber nicht so. Nein, bitte, ich verstehe. Okay, nochmal. Mach mal bitte Showtime. Okay. Unser Freund, kannst du mit mir einfach, ich will nur mit dir wieder locker, kannst du alle Leute runterbringen, nur mit ihm. Abonnetes, niemand soll runter, Abonnetes. Keine Angst, nicht zittern, Abonnetes, nicht zittern, keine Angst, Abonnetes, keine Angst. Jeremia 19,9, wir bleiben da, nicht flüchten, nein. Alle können da bleiben. Jeremia 19,9. Zeig uns den Befehl, dass Gott uns befohlen hat, Kinder zu essen. Hopp, hopp, zeig uns das. Keine Angst, Abonnetes. Jeremia 19,9. Nicht flüchten, Abonnetes. Ich habe dich jetzt. Ich will mit dir, wenn du ein Mann bist. Alle gehen runter, bitte. Bitte, alle runter. Alle, bitte.
Ich will niemand geht drunter. Niemand geht drunter. Abonnages, zeig uns Jeremia 19.9. Zeig uns den Befehl. Zeig uns den Befehl. Alle gehen runter. Abonnages, zeig uns den Befehl. Ja, jetzt fängt schon mal, Horst, jetzt labert der Jinge Döppis. Verstehst du? Jetzt philosophiert du mir ganz was Besonderes. Wir sind hier bei Jeremia 19.9. Zeig uns den Befehl, Abonnages. Keine Angst jetzt. Keine Angst, Abonnages. Ich habe dich jetzt. Zeig uns den Befehl. Du kannst zeig uns den Befehl. Also nochmal. Zeig uns den Befehl. Okay, ich zeige dir gleich. Ich zeige dir was. Bleib ruhig. Also. Jeremia 19.9. Unser Freund 6.6. Bitte alle runter. Ich will mit ihm Debatte führen. Bitte. Nein. Nicht alle runterkicken. Alles gut. Er kann hier. Warum muss die anderen Leute runter? Wir wollen nur. Komm. Alle Jeremia 19.9. Zeig also uns den Befehl. 6.6. Schmeiß die alle runter, bitte. Nur ich. Zeig uns den Befehl. Ich muss nicht alle runterschmeißen, so wie du willst. Zeig uns einfach den Befehl. Warum jede runterschmeißen? Du willst einfach nur deine Dauer machen, deine Papier und Lüge. Das willst du machen. Er hat nur Lüge. Alle runter, bitte. Nur ich mit ihm, wenn er ein Mann ist. Ja, jetzt pack's doch einfach in Kontext. Jeremia 1990, Horst, kick der Typ. Er soll beweisen, was er sagt. Amir Abu Nedja sagt, in Jeremia 1990 steht, dass Gott befiehlt, Menschen zu essen. Er soll beweisen jetzt. Er soll jetzt beweisen. Nicht flüchten. Horst, merkst du, wie flüchtet Horst? Er hat gesagt, in Jeremia 1990 steht geschrieben, dass Gott befiehlt, die Christen Menschen zu essen. Er soll beweisen jetzt. Er soll das beweisen. Er möchte nicht mit Quellen reden. Er soll beweisen. Ihn raus. Nimmst du die Debatte an? Er möchte nur brüllen, er möchte nicht mit Quellen reden. Nimmst du die Debatte an? Ich will nur mit ihm, bitte. Nur Debatte mit ihm. Horst, er hat gesagt, in Jeremia 19, er hört, kannst du bitte stummen, er hört nicht abzureden. Mach doch mal Schaut. Also, schau mal, er hat gesagt. Ja, bitte, wenn du ein Mann bist, Debatte mit ihm. Schmeiß ihn raus, er stimmt sich einfach. Bitte, ich will nur wir zwei. Ich will sie lassen, ihre Söhne und Töchter Fleisch fressen und einer soll des anderen Fleisch fressen in der Not und Angst, damit sie ihre Freunde und die so nach ihrem Leben stehen, bedrängen werden. Genau, wie jetzt in Ukraine. In Ukraine jetzt, Horst. Wir müssen Kinder Horst, darf ich mit dir, Horst, will ich dir was fragen, Horst? Der möchte einfach nur reinschreien, dieser Horst, ich will dir was fragen, Horst. Du bist der Horst. Ja. Du bist der Host. Frage. Dort steht, ich will lassen. Steht das ein Befehl, wir müssen? Oder steht dort, ich will lassen? Sei leise jetzt. Steht dort geschrieben, ich werde lassen, dass das passieren, oder steht dort aus Befehl, du musst das machen? So wie ich das verstanden habe, wenn du in einer Not bist oder so und nichts zu essen hast. Oder? Nein, er ist gestanden, ich werde den Not fallen lassen. Und ich werde zulassen. Ey, Abunedje, sei leise, mal. Lass mir mal etwas aussprechen. Also, Abunedje, sei leise. Host, dort ist gestanden, ich werde zulassen. Sofian, jetzt sei mal ruhig. Mein Gott, eure Sicht, jetzt lass mal den wieder locker reden. Alter. Mein Gott, also dort ist gestanden, Abunedje, der andere hier, der andere Abunedje, er kann aufmachen, Jeremia 19.9. Da kannst du nochmal lesen. Dort steht geschrieben, ich werde zulassen, dass das passiert. Und der Kontext da drin ist, dass das Volk Israel nicht auf Gott gehört hat. Und deswegen hat Gott gesagt, ich werde zulassen, dass sie in Not kommt und ich werde das und das machen. Gott hat das vorausgesagt, was passieren wird. Es ist kein Befehl, aber ich zeige hier den Befehl, Kinder zu essen. Okay? Also. Darf ich jetzt darauf antworten, Horst? Wenn Gott einen Befehl machen dann würde, dann würde da stehen, geht stumm hin und tötet und isst die Kinder. Aber das steht dort nicht. Stumm diesen Käfer, stumm den. Oder wir gehen alle raus. Ey, ich stumm bin den. Kein Käfer, du bist hier der stumm Käfer. Du bist hier der Ungläubige, du Mutter. Deine Götze an, sei still. Ja, ja. Man of God, sei, mach still, mach lauf. Umkreise deinen Stein. Man of God, bitte stumm schalten.
Lass mich jetzt reden. Okay, ja. Dankeschön. Also noch einmal, die haben gelogen mit dieser Aussage von angeblichen Gelehrten. Diese Aussage existiert nicht. Diese Überlieferung von diesem Mann. Erstens, es steht weder im Koran noch in der Sunna. Das ist kein Befehl von Propheten. Ganz im Gegenteil, Allah verbietet uns das sogar im Koran selbst. Überhaupt, guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala droht uns im Koran in Sure 49. Nicht labern, beweisen. Nicht labern, beweisen. Du labst zu viel. Wieder Andrea, wieder Abonnetjes. Ich sage Abonnetjes Gruppe. Okay, beweisen, zeig Beweise, ja. Nicht labern. Beweis, du kleiner, du so, im Sinne, hör zu. Hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Also, ey, ey, beleidigt meine Mutter, Host. Ibn Sina, was beleidigt er meine Mutter? Was ist da für eine? Du abonnierst du. Ey, was mit. Wartet mal kurz. Also, warte mal, nicht beleidigen, sachlich bleiben. Ja, danke. Dann gib mir bitte 2 Minuten und die dürfen danach darauf eingehen. Alles klar. Okay, sehr schön. Aber bitte, wenn einer reinquatscht, bitte unterbrechen. Also hier, Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn jetzt jemand reinquatscht, dann kicke ich den einfach. Mach mal bitte deine Kamera sauber. Perfekt. Mach du Dings sauber, dein Arsch erstmal. Also, ey, guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran. Nein, ich habe ihm doch einfach nur einen Tipp gegeben. Mach die Kamera sauber. Hör zu und lerne etwas. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran hier. In Sure 49, Vers 12 kann man lesen, das ist eine Androhung von Gott, indem er uns sagt, dass wir nicht zum Beispiel Mutmaßungen folgen sollen oder zum Beispiel hier und sucht nicht andere auszukundschaften und führt nicht üble Nachreden. Wir sollen noch nicht mal lästern. Damit bedroht uns Gott sozusagen. Möchte denn einer von euch gerne das Fleisch seines Bruders essen? Das wäre, hier steht, wenn er tot sei. Das wäre euch gewiss zuwider, so zu, sinngemäß. Verstehst du? Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu uns, wir sollen noch nicht mal üble Nachrede halten. Ansonsten wäre das eine Strafe für uns, dass wenn wir sozusagen das Fleisch von denen essen würden. Das wäre eine Strafe und das würden wir verabscheuen. Aber hier Gott in der Bibel sagt im 5. Buch Mose, es ist ein direkter Befehl von Gott. Hier können wir alle lesen. Du wirst die Frucht deines Lebens fressen, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter. Und das ist ein direkter Befehl. Wer sagt angeblich, dass es kein direkter Befehl ist, ist ein Lügner. Guck mal hier, Kannibalismus in der Bibel. Hier, 5. Buch Mose 28, 53. Dann können wir auch weitergehen. Guck, das ist ein direkter Befehl von Gott. Ein Witz, Host. Eine Sache, Host. Nein, er will 10 Sachen bringen, um zu verwirren. Eine Sache nach der anderen, Host. Also eine Sache nach der anderen, Host. Weil das ist fair. Host, das ist fair. Eine Sache nach der anderen. Darf er mich wieder okay, warte mal kurz. Okay, 10 Sachen. Du hast jetzt deine 2 Minuten gehabt. Jetzt lass mal den. Das waren nicht 2 Minuten. Doch, das nur noch 30 Sekunden. Ja, was 30 Sekunden? Das waren über 2 Minuten. Du hast jetzt 4 einzelne Verse gebracht. Sekunden. Beruhig dich mal. Ich bin danach raus, versprochen. Hier, 3. Buch Mose, das ist ein direkter Befehl von Gott, dass ihr sollt eure Söhne und Töchter das Fleisch fressen. Guck mal, es steht im 5. Buch Mose, 3. Buch Mose, in Jeremia steht's, in 2. Könige, in Klagelied. Also nochmal, Host, er bringt 1000 Sachen zusammen aus einem PDF und lügt die ganze Zeit, Host. Ein Vers und wir gehen zusammen in diesen Vers und wir schauen, was da drin genau steht. Ein Vers und nicht immer so täuschen wie dieser Abu Nejes hier macht. Ein Vers. Warum müssen sie immer täuschen, die Leute hier? Ein Vers. Und wir gehen dorthin und wir schauen. Ich habe eine Sache gebracht, wo der Imam sagte, er darf Kinder essen. Horst, jetzt möchte ich was sagen, wenn die alle ruhig sind. Okay. Okay, jetzt pass mal auf. Bitte Mike zumachen. Guck mal, ich finde, von der einen Seite finde ich die Debatte gut und ihr redet miteinander und das ist alles gut. Ein Punkt geht trotzdem noch auf die 3x6 aus dem einzigen Grund, weil er seine Aufgabe bestanden hat. Ich sage auch den Grund ganz zum Schluss. Aber das andere ist, bei uns bei den Muslimen steht ganz klar und klipp und klar drin geschrieben, Lakum dinakum wal yadin, bedeutet so viel wie, lass den ihre Glauben und wir haben unser Glauben und die sollen uns lassen unsere Glauben. Das ist das eine. Aber wenn wir hingehen und uns gegenseitig beleidigen, kommen wir nicht vorwärts. Und die Ansage geht übrigens auch an dir, Vidal Luca oder wie du auch immer heißen sollst. Ich finde das von euch nicht in Ordnung, dass wenn ihr wirklich wahre Muslime seid, nicht an den Koran glaubt. Und da darf ich kurz was sagen dazu? Genau, da kannst du gleich sagen, da steht ganz genau nochmal, Lakum dinakum wal yadin, lass doch den seine Religion, verdammt nochmal. Und wenn der jetzt mit diesem Neuen Testament und alles möglich kommt, wissen wir alle, dass die auch alle mit den Fingern gefälscht worden sind. Das ist doch wohl klar.
eindeutig verfälscht. Der Koran ist verfälscht. So, wenn du jetzt der Koran ist verfälscht. Also dafür, sagen, ich also Entschuldigung. Vielen Dank für meine Stimme. Schau mal, ich gebe dir recht, wir sollten uns hier nicht beleidigen, okay? Ich bin hierher gekommen, weil hier gelogen wird über die Bibel, okay? Weil diese Abunetjes hier und der andere Abunetjes, die Abunetjes-Gruppe, okay? Sie lügen tagtäglich über die Bibel, so wie jetzt. Er soll mir ein Vers zeigen. Abu Sufyan hier, diese Abunetjes, er kann groß gemacht werden, er soll ein Vers zeigen und wir gehen zusammen in diese ein Vers. Und dann schauen wir, steht da drin wirklich, dass Kannibalismus, dass Gott das befohlen hat in der Bibel. Wir gehen dort zusammen, ein Vers. Und ich habe gebracht, ganz klar, eine Aussage von einem Imam, der ganz klar sagt, und das ist Sunna. Er sagt, nein, das ist nicht Sunna. Doktor, es ist Sunna. Okay? Menschen wurden in der Sunna den Kopf abgehackt, gekocht und gegessen. Und ich habe hier die Aussage von Imam Al-Khatib Al-Sirbini. Okay? Und er sagt ganz klar, dass das, wir das Essen einer toten Menschen erlaubt haben, ihn, ohne ihn zu kochen oder grillieren, einen toten Menschenkörper, ist es halal. Es ist halal, ein Abtrünniger zu töten. Abtrünnigen zu töten und ihn zu essen. Okay? Wenn er ein Kind oder eine Frau isst, und sie zu essen, weil es sie nicht unfehlbar sind. Also ist bei euch erlaubt, die Abtrünnige, die Kefirs, die Muslime, deine Brüder darfst du vielleicht nicht essen, ja? Aber die Ungläubige darfst du umbringen, töten, kochen und essen. Und das haben wir bei der IS gesehen. Genau das haben sie gemacht. Sie haben nach der Sunna gehandelt. Okay? Und jetzt zeig mir in der Bibel. So zeig mir in der Bibel ein Vers und wir gehen zusammen in diese ein Vers. So, es gibt, wie gesagt, also jetzt bin ich dran, es gibt mindestens 50, 40 Verse, wo Gott, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich kann es ja nochmal wiederholen, jetzt hoffe ich, ich werde schon noch ein einzigen Vers. Host, mach ihn bitte groß, er soll uns ein Vers zeigen, ein einziger Vers und wir gehen zusammen da drin und schauen, ob da drin steht, dass Gott uns befiehlt, Menschen zu essen. Bitte schön, Abunetjes. Unterbrich mich nicht. Also, wir gehen auch zu Jesus. Man muss auch Jesus sein Fleisch und Blut essen, aber noch also, einmal. Host, merkst du, wer flüchtet, Host? Ich habe gesagt, es soll ein Vers sagen jetzt aus der Bibel und jetzt philosophiert er rum. Das, dort, das und dort, das und dort und Jesus und all das Erneutes. Merkst du nicht? Ein Vers, bitteschön. Eure ganzen Schriften hier vom Koran, das hat ja nicht wieder locker geschrieben, das steht ja bei euch drin da. Lass mich ausreden, du Satanist. Wieso darf ich die? Kein Mensch kann doch eure Schriften fälschen. Wieso? Lass den bitte reden. Warum habt ihr Angst, Menschen anbeten? Bitte lass ihn reden. Schienbein bitte. Dein Gott sitzt in einem Rollstuhl, weil er nicht laufen kann, weil er nur ein Schienbein hat. Dein Gott sitzt in einem Rollstuhl, weil er nicht laufen kann. Er hat nur ein Schienbein. Sofian, das bringt nichts. Das bringt nichts. Was du gelogen hast, das bringt nichts, was du da zeigst. Aus dem Kontext gezogen. Ich fordere dich heraus. Ich fordere dich heraus. Host, ich habe gesagt, ein Vers aus der Bibel. Ein einziger Vers. 250 Leute hier, sie können nicht ein Vers zeigen und mit uns in Kontext reingehen. Sie müssen lügen, täuschen und betrügen. Ein Vers zeigen und wir gehen zusammen mit den heutigen heraus. Wieder Fanta, du rennst von mir. Ein Vers, Abunetjes, dein Gott sitzt in einem Rollstuhl, weil er nur ein Schienbein hat. Dein Gott sitzt in einem Rollstuhl, weil er nur ein Schienbein hat. Und weil er zwei rechte Hände hat, dreht sie im Kreis mit seinem Rollstuhl. Sehr gut. Lukas, Kapitel 4, Vers 7. Dein Gott. Also jetzt wieder Lukas. Host, ein Vers habe ich gefordert. Host, nur ein Vers. Dein Gott hat sieben Augen und dreht sich im Kreis. Also nochmal. Dein Gott hat sieben Augen und Ein einziges Schienbein. Und dreht sich im Kreis. Komm herauf.
Horst, ein Vers, wir gehen zusammen dort drin. Wenn du ein Mann bist, bleib bitte sachlich. Bitte sachlich, Bruder Sofian, ganz kurz. Ich fordere dich heraus. Sei mir beurteilt, dass im Koran oder Sunna. Und sogar kein Gelehrter hat das gesagt. Der Nee, aber da, der Aussage von dem Imam, wer bist du? Du bist ein Imam, du bist gar nichts. Du bist nichts. Nichts bist du. Wir haben hier die Aussage von Imam al-Khatib, al-Shirbini. Wer bist du gegenüber dem Imam? Nichts. Du bist ein Nichts. Nichts bist du gegenüber dem Imam. Nichts. Du bist ein Nichts gegenüber dem Imam. Eine Minute mit mir, wenn du ein Mann bist. Der du bist kein Mann. Du bist kein Mann. Wenn du ein Mann bist. Wir sind mehr ein Mann. Du bist kein. Hol mir ein Mann. Du bist eine Labertasche. Du hast überhaupt gar keine Ahnung. Kein Benehmen, kein gar nichts. Kein Akhlaq. Trinken und sein Fleisch fressen. Du hast überhaupt gar keine Ahnung. Also Hassan, ich entschuldige mich bei dir, Hassan, ich entschuldige mich bei dir, weil du ein Korrekter bist, Hassan. Weißt du, Hassan, Hassan, du bist ein Korrekter, Hassan, aber diese Amir hier, diese Abunetes und dieser Sufian, das sind die schlimmsten Geschöpfe für Allah. Hassan, ich entschuldige mich bei dir und bei jedem guten Muslim. Aber bei diesen Edgers hier gibt es kein Erbarmen. Diese Abu Sufyan und diese Amir, diese IS-Mitglieder, das ist jetzt kein Erbarmen für diese Leute. Coca-Cola, Amir, dein Niveau ist einfach unterste Schublade. Du bist 3 Wochen in Almania und willst hier debattieren, Digga. Geh mal, mach mal dein B1 bitte in der Volkshochschule. Lern erstmal ein bisschen Deutsch, dann kannst du debattieren, Amir, Alter. Zwei Wochen in Almania bist du und schon am debattieren. So, ja. Mach dein B1, geh zur Volkshochschule, lern erstmal Deutsch, Amir, dann kannst du hier widerlegen. Wenn du ein Mann bist, Amiri, Mutra. Wenn du ein Mann bist, das sind richtige ISIS-Leute, vor diese Leute, wenn man zu Fian ein Mann und hier. Wegen einer Debatte. Wieso sind die Christen solche Feiglinge und lassen nicht debattieren? Du bist ein Coca-Cola und nochmal, dein Coca-Cola hat bevor eine Coca-Cola. Das ist sie Feige, sie trauen sich nicht. Niveaulos. Baby, niveaulos. In Hezekiel Kapitel 9. Amen, du bist ein Coca-Cola. Du wirst es auch niemals Kapitel, schaffen. Kapitel 9, Vers 6. Ich schwöre bei Gott, dass du beim Abendessen kein Coca-Cola trinkst. Du bist ein Coca-Cola und ein Pepsi-Trinker. Du bist ein Daesh. Dein Daesh gehört nicht hierher. Ganz einfach. Du bist ein Daesh. Ganz einfach. Warum? Du darfst die Religionen beleidigen. Du bist ein Daesh. Kommt hier nach, Kuffarland. Der kommt hier nach Kuffarland und will hier Dauer machen. Ein Kuffarland. Geh mal nach dein Land bitte. Mach mal da deine Dauer. Eine Minute mit mir, wenn du ein Mann bist. Wir haben die Nase voll von solchen Deich wie du. Ihr seid doch mal leise, ist jetzt gut.
Nochmal. Wenn du ein Mann bist. Nimm's gleich nochmal. Du bist ein Daesh und bleib. Was hat das für Mann zu. Ey, schmeiß den mal raus. Ey, ey, schmeiß den mal raus, den Arm hier bitte. Der kann sich nicht artikulieren. Nächste Liebe. Hast du vergessen? Nächste Liebe. Nächste Liebe. Guck mal, was der labert. Nächste Liebe. Was geht was für nächste Liebe? Was für nächste Liebe? Du bist einfach laber doch kein Scheiß. Das ist schon ein Gott, der furzt. Dein Gott hat gefurzt. Junge, dein Gott hat Alkohol erlaubt und dann hat er es verboten, Junge. Dein Allah hat erst gesagt, Alkohol ist gut und dann hat er gesagt, Alkohol ist Teufelszeug. Also ist Allah ein Teufel. Überleg mal, Allah sagt an sich selber, er ist ein Teufel. Allah sagt an sich selber, er ist ein Teufel im Koran. Er sagt erst, Alkohol ist okay, man für Leute mit Verstand und dann sagt er, Alkohol ist Teufelszeug. Allah nennt sich selber Teufel, Mann. Merkst du das nicht? Dein Gott verloren. Kapitel 13, Vers 11 bis 12. Jesus war nackt. Und Petrus war auch nackt. In Johannes, Kapitel 21, Vers 7. Dein Gott war nackt und Petrus war so ist es. Der hat so tief ins Glas geschaut. Danach war es ihm zu schlecht. Das Dach vor der Laden. Und dein Gott wirst du wirst dein Gott begegnen. Beschnitten, unbeschnitten wirst du dein Gott begegnen. Dein Gott wird vor dir stehen mit einem Schienbein und sein Pipi wird unbeschnitten sein. Okay? Dein Gott hat Penis. Ah, komm, ey. Also, Host, schau mal, dein Gott hat Penis. Ey, dein Gott ist ein Schienbein. Dein Gott ist ein Schienbein. Dein Gott hat nicht einmal ein Penis. Er kann gar kein Kind zeugen. Er hat gar keine Frau und kein Penis. Dein Gott kann kein Kind zeugen. Er hat kein Penis. Dein Gott hat kein Penis. Dein Gott kann nicht einmal ein Kind zeugen. Weil er keine Frau hat. 2 Vers 21. Oh mein Gott, Mann. Beschnitten und ich will wissen, warum Gott wurde beschnitten. Und Gott ist ein Schienbein, Mann. Dein Gott ist ein Schienbein. Dein Gott sitzt auf einem Rollstuhl und dreht sich im Kreis, weil er nur zwei rechte Hände hat. Stehst du drauf, Amir? Auf Beschnittenes. Host, so können wir nicht reden, Host. Weißt du, schau mal, ich will nicht ihre Götter beleidigen. Verstehst du? Vor allem, das aber ist asozial. Aber sie beleidigen die ganze Zeit hier, mein Gott. Kannst du mich debattieren? Verstehst du? Das ist der Punkt. Beschnitten, was ist das? Debattier mich, wenn du ein Mann bist. Debattier mich wieder, Luca, wenn du ein Mann bist. Amir, sei ruhig, Junge. Merkst du das nicht? Sei ruhig. Der hat Angst. Du hast Angst. Host, ich habe geredet. Kann ich schnell etwas sagen, Host? Schau mal, die unterbrechen mich die ganze Zeit, Host. Lass doch mal den Lavier. Ich mache dich wieder laut los, Host. Angsthase, debattier mit mir, bitte. Debattier mich, Angst. Amir raus, Amir geh raus. Ihr könnt sie nicht. Du bist unmöglich, mit dir kann man nicht reden, Amir, geh raus bitte. Sei mal ruhig. Ich zerstöre dich im Schlaf, Amir, ich zerstöre dich im Schlaf. Jeder hat dich gesehen. Ey, aber Zeit, aber Mutter, geh raus. Alle Christen da drin, bitte stummt euch. Alle Christen da drin, bitte stummt euch, bitte. Das geht nicht. Das geht nicht. Schau mal, er schreit hier rum. Debattier mich. Aber er bringt 20 Verse. 20 Verse bringt er. Unglaublich. Er beleidigt, mein Gott. Er beleidigt da, beleidigt dort. Ey, 20 Verse bringt er. Ich habe gesagt, ein Vers und wir gehen zusammen in diesen Vers. Ein Vers. Wo ist das Problem, ein Vers zu bringen? Debattier mich. Gehen wir Vers runter. Schmeiß den runter. Nur wir zwei, bitte. Ich bin doch leise. Alles gut. Manu, schmeiß den runter, bitte. Alles gut. Nur wir zwei. Wenn du ein Mann bist, debattier mich jetzt. Du nimmst 2 Minuten, ich will nur 1 Minute. Ich werde dich nochmal begraben. Wenn du ein Mann bist, nur wir zwei. Also, Host, ein Vers soll er bringen und wir gehen zusammen in dieser Vers. Nicht 20 Vers und labern. Also. Mit Redi Zeit, bitte. 2 Minuten gibt ihn, ich will nur 1 Minute. Gib ihm 2 Minuten. Okay, ich will nur 1 Minute, bitte. Danke dir. Gib ihm nur 2 Minuten, ich will nur 1 Minute, mir reicht. Nur 1 Minute, bitte. Ich will mehr nicht. Gib ihm 2 Minuten oder 3, wie er will. Gib ihn erst. Ich fordere ihn heraus, er muss von Koran und Sunna mir zeigen. Gib ihm 2 Minuten, bitte. Let's go. Ja, let's go, bitte. Was soll ich dir zeigen? Ja, du willst ein Vers bringen. Zuerst bringst du. Nicht flüchten, Abu Qasim, nicht flüchten. Ich werde dich heute. Was ist das? Gib ihm Zeit. Was ist das? Der Anxase, flüchte nicht. Zitter nicht jetzt. Du fängst als Erster an. Okay, kein Problem. Zeig mir. Okay. 2 Minuten.
Ich gebe dir 2 Minuten Zeit. Aber Horst, nein, eine Minute, mehr Horst, eine Minute. Horst, gib mir ein Vers, er soll etwas sagen und nicht philosophieren, bitte. Philosophieren. Bitte, okay, rede, bitte, los. Und ich fordere dich heraus. Komm jetzt, die Leute, Geschwister, nimm das auf. Aber wieder, Lunker, werde ich nochmal beerdigen. Bitte, mach mich groß, bitte. Damit ich das sage und dann fange ich. Ich will 2 Minuten und er 2 Minuten, sei gerecht. Ja, okay, machen wir, warte mal. Danke dir. Jetzt gut. Ist ruhig, so ist besser. Perfekt. Super. Ich will vorhin auch so, schau mal. Das steht in der Bibel, vorhin haben wir das gelesen. Mein Lieber, kannst du das schnell lesen, bitte? Das für uns. Ich will sie lassen, ihre Söhne und Töchter Fleisch fressen und einer soll des anderen Fleisch fressen in der Not und Angst, damit sie ihre Feinde und die, so nach ihrem Leben stehen, bedrängen werden. Super. Das ist hier und ich fordere dich heraus, sag uns von Koran oder Sünde sowas. Ich fordere dich heraus, aber dreckig Arsch. Ich fordere dich heraus, ich komme mit Fakten, sag mir von Koran oder Sunna, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sowas befohlen hat. Okay? Das ist einfach Knockout für dich. Jetzt kommen wir Neues Testament, dass dein Gott selber gesagt hat, das musst du sein Blut. Warte, noch nicht. Sein Blut, bitte Zeit. Nicht unterbrechen. Warum komm, der unterbricht mich? Komm, weiter geht's. Hast du warum der unterbricht? Komm. Okay, nochmal, sei gerecht bitte. Nochmal, in Johannes Kapitel 6, Verse 53 bis 56. Ich sage das gleich, dass im Neuen Testament auch Kinder fressen, also musste Blut von seinem Gott fressen. Das steht nochmal hier. Wir gucken das nochmal hier. Schau mal. Lies das vor uns bitte. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, werdet ihr nicht essen das Fleisch des Menschensohnes und trinken sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Okay, ich kann das weiter wie 56. Das ist Jesus selber befohlen, sein Fleisch und sein Blut zu trinken. Das steht in deiner Bibel. Und ich fordere dich von hier heraus, wenn du ein Mann bist, sag mir einen Vers von Koran oder einen Hadith, sogar daifen Hadith, bring mir, wenn du ein Mann bist. Habe ich noch Zeit? Wenn du ein Mann bist, nicht glauben, sag mir Vers sofort, wo steht das im Koran oder Sunna oder ein Hadith und sogar daif. Ich fordere dich heraus, wie ich gesagt habe. Bitte, ich fordere dich heraus, wenn du ein Mann bist, sag mir. Und ich unterbreche dich nicht. Und bitte keine Beleidigung auf meine Familie, sondern sofort mit Fakten, wie ich auch jetzt geblieben habe. Danke dir, mein Lieber. Perfekt, da geht 2 Minuten rum. Bist du jetzt wieder locker ready? Ich bin ready. Zwei Minuten. Jetzt, jeder, der da drin ist, muss eine Sache beachten. Was hat er gemacht, dieser Täuscher, dieser Abu Necces? Er bringt Jeremia 19,9. Also 19,9 und sagt, da ist ein Befehl. Wo ist der Befehl? Er hat nur gelabert, nur philosophiert, gelogen, wie immer. Nichts konnte bringen. Und dann, dieser Abu Necces bringt dann Johannes 6, 53, liest wiederum nur ein Vers und lügt hier. Er lügt. Ich kann jetzt hier aufmachen und wir können lesen, aber die Zeit lässt nicht zu, weil er ist ganz ein richtiger Täuscher, wie sein Allah und sein Prophet, dieser Täuscher. Das ist der Geist, den sie haben. Täuschen. Jetzt habe ich gesagt vorher, bevor wir angefangen haben, ein Vers und wir gehen zusammen in diese ein Vers und wir decken seine Lügen auf. Was macht er? Er bringt ein Vers, lügt, bringt ein anderer Vers, lügt. Wie immer, ein Täuscher, reiner Täuscher. Nein, was soll ich antworten? Er hat gar nichts bewiesen. Was soll ich antworten? Er hat nichts bewiesen. Nichts. Er hat ein Vers gebracht und gelabert. Der zweite Vers gebracht und gelabert. Ist das so? Ist so Religion? Nein. Sondern er bringt ein Vers, erzählt etwas und wir gehen zusammen in diesen Vers. Und dann kann ich eine Frage stellen. Und er hat gesagt, ich soll beweisen. Da ist der Imam. Das ist ein Imam. Wer ist dieser Typ hier gegenüber dem Imam hier? Wer ist er? Er ist niemand. Niemand ist er. Wir haben hier einen Gelehrten, der sich sehr gut mit der Sunna und dem Koran auskennt. Und er sagt, es ist das Essen von sogar Frauen und Kindern erlaubt. Selbst wenn er ein Kind oder eine Frau ist und sie zu essen, weil sie nicht unfehlbar sind, das ist Aussage von einem Imam. Wer ist dieser Abu Necces? Wer? Niemand. Das ist ein Imam. Okay. Imam. Also, ich gehe auf seine Sache ein. Jetzt meine Redezeit. Ich gehe auf seine Sache ein. Host, warte schnell, Host. Ich habe gesagt, wenn Jeremia, Host. Mach mich nicht zu groß jetzt meine Redezeit, bitte. Ich hab mich unterbrochen. Host, warte schnell, Host. Nicht flüchten, ich flüchte nicht, ich noch mal auf.
Host, das ist kein faire Debatte. Host, ich habe gesagt, er lässt nicht, schau mal, er will nicht mir ausreden lassen, Host. Er hat Panik. Abo, warte mal kurz, ganz kurz noch. Lass ihn ausreden, wirklich, lass ihn ein bisschen länger reden, dann kann er wenigstens die Antwort geben. Dann gebe ich dir nächstes Mal 4 Minuten, wenn du willst, Abo. Ey, du kannst ihm 10 Minuten geben. Du hast gesagt, das Gericht, dass ich reden darf. Was soll das? Ich habe er hat Antworten hat gelogen und so weiter. Was soll das? Lass Host, mich Host, ich habe gesagt, Host, er hat gesagt, Host, warte schnell. Darf ich reden, Host? Ja. Kann ich reden? Bitte, kann ich reden, dich, Host? Ich stumm dich. Kann ich reden? Was du gelogen? Kann ich reden, Host? Lass mal kurz reden. Vielen Dank. Mach dich stumm, Abonnetjes. Mach dich stumm, schnell, Abonnetjes. Ich will mit dem Host reden. Ich will mit dem Host reden, Abonnetjes. Mach dich stumm. Er will jetzt antworten. Okay, also, Host, warum sage ich, es ist nicht fair? Er hat jetzt 2 Verse gebracht und gelogen darüber und mir ein Beweis verlangt aus dem Koran. Ich habe einen Imam gebracht. Er ist kein Imam. Er ist niemand. Niemand ist er. Ich bringe einen Imam, der seine Aussage trifft anhand der Koran und Sunna. Er sagt, Gott hätte befohlen, Kinder zu essen. Er bringt Jeremia 19,9. Aber er flüchtet. Wir können nicht, ich meine, in 2 Minuten soll ich auf 2 Verse eingehen und dann etwas anderes sagen. Entweder stellt er eine Frage, ich gehe auf diese einzelne Vers, die behauptet, dass okay, Gott befiehlt zu essen, und dann stelle ich eine Frage, und dann kann ich etwas machen. Verstehst du? Das ist gerecht. Ja, alles andere ist ungerecht hier. Jeder macht eine Frage. Ja? Jeder macht eine Sache, also okay, nichts weiter. Gib mir bitte, das ist ungerecht, was du gerade machst, Jan. Ich habe zugehört. Ich habe ihn nicht unterbrochen, bitte. Und ich habe zugehört. Er hat mich beleidigt, er hat Allah beleidigt. Okay, subhanallah. Okay, wir werden das gleich. Ich fordere dich heraus. Ja? Du hast bis jetzt nicht bewiesen, du lügst nur. Jetzt gehen wir, gucken wir, was ist in der Bibel. Er hat gesagt vorhin, ob Allah Azza wa Jalla gelogen hat. Wir gucken hier, wer der Täusche ist. Schau mal hier. 2. Thessalonicher. Bitte, was du gelogen hast. Ich werde widerlegen. Dein Gott, warte kurz bitte. Ich bin dran, bitte. Nicht reden. Schau mal, das 2. Du hast gesagt, du weißt Täuscher. Das ist eine Lüge. Bitte, Host, Jeremia 19,9. Bleib wie bei der Vers. Ja, warte doch mal kurz. Lass ihn das machen. Der lass mich nicht ausreden. Der Lüge war meine Religion. Das 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 11. Lies das vor, bitte, von uns. Das Gott der Bibel. Darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden, damit sie glauben der Lüge. Okay, das Gott der Bibel. Gehen wir weiter. Er sagt, dass in Jeremia, dass es auch Gott der Bibel Täuscher ist. In Jeremia Kapitel 4, Vers 10, lies das vor, bitte. Sie sagen, ach, Gebieter und Herr, wahrhaftig schwer hast du getäuscht dieses Volk und Jerusalem. Du sagst, Heil werdet ihr finden und nun geht uns das Schwert an die Kehle. Also, Gott der Bibel, er hat gesagt, vorhin der Täuscher. Gott der Bibel ist ein Täuscher. Und ich fordere ihn immer heraus. Sogar im Koran, Allah Azza wa Jalla hat uns nirgendwo befohlen, der einfach Gelehrte zu folgen. Ein Gelehrter, ich kann einfach einen Christ bringen, der einfach in Afrika und Asien seine Kinder gegessen hat. Ist das ein Beweis? Ich fordere dich heraus von Koran und Sunna, wie ich von der Bibel gebracht habe. Und ich werde nochmal, bringe ich nochmal in die Levitikus, dass auch Gott der Bibel befohlen hat. Also Levitikus Kapitel 26, Vers 29, dass Gott der Bibel befohlen hat, Kinder zu fressen. Und ich habe vorhin in Jeremia Kapitel 19, Vers 9, und ich kann viel beweisen, und sogar im Neuen Testament, Jesus selber befohlen hat, sein Kinder, also sein Fleisch und sein Blut trinken. Deswegen wieder, Luca, kann nicht einfach mich widerlegen. Deswegen kommt, greift Allah Azza wa Jalla und so weiter. Wenn er nochmal beleidigt, dann werde ich nochmal fertig machen. Aksum Billah, wenn er nochmal beleidigt. Ja? Wenn du ein Mann bist, widerleg, was ich gebracht habe. Wenn du ein Mann bist. Und unterbrich bitte nicht. Okay, ja, wenn du redest. Dann, und jetzt, ich gebe dir noch sogar 3 Minuten. Ohne Beleidigung, sondern widerleg, was ich bewiesen habe. Soll jetzt der Widerloker das widerlegen, was diese 2 Beispiele. Was ich alles gebracht habe, bitte schon. Okay, und lass ihm auch Zeit. Ne? Also, gib ihm 3 Minuten oder 4 Minuten. Also, alle Menschen, die da drin sind, er hat Jeremia 19,9 gebracht und gelogen, dort würde stehen, dass Gott befiehlt. Okay, ist alles gut. Also. Ich bin kurz und bündig, weil ich brauche nicht so viel. Weil, ich sage noch einmal, eine faire Debatte ist, er bringt ein Vers, Jeremia 19,90. Er sagt da, das befiehlt dein Gott,
Menschen zu essen und dann gehen wir zusammen in diesen Vers, schauen wir, lügt er oder lügt er nicht. Wenn er lügt, dann wissen wir, er hat hier gelogen. Und dann stelle ich eine Frage. Ja, geht doch. Okay, aber er hat Jeremia 19,9, Johannes 6 und dann jetzt hat er nochmal zwei andere Verse gesagt. Vier Verse muss er eingehen. Okay, und dann stellt er mir nochmal eine Frage anhand des Koran, wo ich eingehen muss. Aber ich soll die Frage stellen können und nicht er. Ja, dann antworten, geh doch jetzt auf seine Fragen ein. Schau mal. Nummer eins. Ja, Jeremia, geh mal auf Jeremia ein. Du willst Jeremia, okay. Also, ich gehe auf Jeremia. Moment, kannst du mir bitte groß machen? Ja. Vielen Dank. Also. Ich zeige euch, wie das hier geht und nicht wie er macht. Diese Täuscher hier wie sein Gott. So. So macht man. Nicht nur ein kleiner Vers. Nicht nur ein kleiner Vers. Okay? Nicht ein kleiner Vers. Okay, dein Gott ist der dein Gott befiehlt Kannibalismus. Okay? Doktor, du hast gesagt, mein Gott ist ein Täuscher. Also er unterbricht mich jetzt die ganze Zeit. Er hat gesagt, mein Gott ist ein Täuscher und befiehlt Kannibalismus. Okay, wir haben hier. Und ich werde diese Stadt zum Entsetzen und zum Spott machen, so dass jeder, der darüber zieht, sich entsetzen wird und spottet über all ihre Plagen. All ihre Plagen. Und ich werde sie das Fleisch ihrer Söhne und ihrer Tochter essen lassen, dass ein Fleisch des anderen essen soll in der Belagerung und Not, mit der ihr Feinde sie bedrängen werden und die welche ihnen das Leben trachtet und du sollst den Krug zerbrechen vor den Augen des Mannes, der dir, dir gehen. Also hier steht kein Befehl von Gott, dass wir essen müssen, also Menschenfleisch essen müssen. Hier steht einfach, wir sehen hier ganz oben, die zerstörende Krug und die Zerstörung Jerusalem. Gott hat das vorausgesagt, dass er das zulassen wird. Dass sie in Not geraten werden und dabei sogar die Fleisch ihrer Söhne essen werden. Das ist eine Sache, die Gott zulassen wird als Strafe, damit Spott machen. Die Leute werden sie über diese Stadt spotten. Hier steht nicht ein Befehl, dass wir Fleisch essen müssen. Okay. Ich würde sagen, das ist nur auf dieses Ereignis bezogen damals. Genau. Also es steht einfach da drin, dass Gott das zulassen wird. Aber es ist kein Befehl. Also schon 1-0 für mich. Abu Kassen lügt. Jeremia 19,9 befiehlt Gott uns nicht, dass wir Menschen essen, sondern Gott sagt nur, er wird das zulassen. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt, warum er so viele Sachen gleichzeitig bringt. Weil er ein Lügner ist und ein Täuscher. Okay? Also, Jeremia 19,9 habe ich schon gesehen. Er lügt. Abu Kassan hat gelogen. Hier steht kein Befehl, dass wir jemanden essen müssen. Sei leise jetzt. Sei leise. Und dann hat er noch gebracht hier, betreffend Jesus. Wir sehen hier in Vers 62, und nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nutzt gar nichts. Er sagt wieder, wir sollten hier Menschen essen, aber er hat keine Ahnung, weil er hat die Bibel nicht gelesen. Er kann nur lügen, täuschen, betrügen. Das ist das Einzige, was er kann. Das Einzige. Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war, der Geist ist es, der lebendig macht und das Fleisch nutzt gar nichts. Also, und dann steht, nutzt gar nichts. Die Wörter, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben, wie Abu Kassem, der Höhlebewohner. Also, wir haben schon wieder gesehen, dass Johannes 6, Vers 53, wie er gesagt hat. Okay, da steht, darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohn esst und trinkt und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben. Und was ist der Kontext da drin? Da, dass Jesus sagt, darum habe ich euch, also darum, ja, Jesus sagt,
die Worte, die zu euch reden, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Also hier geht es um geistige Dinge. Es geht nicht darum, dass wir Jesus Fleisch wirklich essen müssen, Kannibalismus wie im Islam. Nein, geht es nicht darum. Hier ist Kannibalismus. Die Aussage, eine Gelehrte von einem Imam. Wer ist Abu Qasim? Wer ist Amir? Niemand. Er ist ein Nichts. Ein Nichts. Und seine Kollegen, die Essleute da, die haben Menschen gegessen. Sie haben Menschen gegessen. Ist es ein sunnitischer oder schiitischer? Sunni, Sunni-Gelehrte. Das ist ein Sunni-Gelehrte. Du kannst da einen Screenshot machen, mein Bruder, und suchen. Und da unten, und du kannst selber untersuchen. Jeder kann selber. Und da unten ist noch die, also die Sache okay, da. Aber also, jetzt bin ich dran. Woher, bitte? Woher das ist? Kannst du schauen. Okay? Das ist ein Imam. Er soll sein Imam widerlegen. Jetzt sei gerecht, bitte. Jetzt bin ich dran. Ich bin jetzt dran. Keine Unterbrechung. Ich weiß, der ist Feigling. Der unterbricht nur. Schau mal, jetzt diese Herausforderung von mir. Herausforderung von mir läuft immer noch. Du kannst nicht beweisen, und was du gebracht hast, dass eine Lüge ist auf Islam. Ich fordere dich heraus, zeig uns von Koran und Sunna. Wir Ahle Sunna und Jama'a, wir leben nach Koran und Sunna. Du hast gerade gelogen, was du gesagt hast. Sogar bei uns ist, ich darf kein Gelehrter folgen, außer Allah und unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in Surat Ali Imran, Surat 3, Vers 31, dass wir unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, folgen. Ja? Und nicht einfach den Eingelehrten, wie du in die Kirche machst, ja? Und du hast gesagt, dass wer hat dir nochmal gesagt? Er hat gesagt, das stimmt nicht in Jeremia, dass dein Gott hat das befohlen. Du hast jetzt zugegeben, du hast nicht so, indirekt hast du zugegeben, indirekt. Und dein Gott, das sogar in Ägypten und so weiter, die essen sein Fleisch wirklich, dass er sagt selber, mein Fleisch ist wahre Speise. Ich werde das nochmal zeigen, damit die Leute sehen, der ein Lügner ist. Du kannst einfach nicht deine Religion einfach schminken und lügst über Koran und über Sunna. Du kannst niemals zeigen, was du gelogen hast. Es steht nirgendwo bei uns. Und deswegen lügst du mit Absicht. Ich werde gleich nochmal zeigen. Das hier, über Johannes fangen wir. Und gucken wir Jeremia. Nochmal, hier. Lies das vor unserem Freund. Und keine hier unterbrechen, wie Jesus, ich gemacht habe. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, werdet ihr nicht essen das Fleisch des Menschensohnes und trinken sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Okay, muss einfach trinken. Nochmal gehen wir. 4. Nochmal sagt. Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Okay, jetzt gehen wir. 55. Denn mein Fleisch ist die rechte Speise und mein Blut ist der rechte Trank. Genau. Deswegen, unser Freund, der hat sich geschämt. Nochmal weiter. Wer mein Fleisch isst und trinket mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Okay, jetzt. Also, jetzt sind wir 6. Also, dass Jesus selber befohlen hat, dass also sein Fleisch und sein Blut trinken, aber unser Freund, der schämt sich. Und in unserer Länder immer noch, die machen das. Er hat keine Ahnung. Ich bringe ein Video von einem Gelehrter, von Katholiken, der gibt selber so, was ich gesagt habe. Okay, jetzt gehen wir weiter. Er hat gelogen nochmal und ich fordere ihn immer heraus. Zeig mir von Koran oder Sunna und ein Daif Hadith, dass wir sowas machen. Schau mal, 3. Mose, Kapitel 26, Verse 29. Lies das vor, bitte. Dass ihr sollt eure Söhne und Töchter Fleisch essen, oder was? Okay, das sollt ihr. Also, Kinder und Fleisch. Das ist 3. Mose, Kapitel 26, Vers 29. Gehen wir weiter. Die Bibel ist voll mit sowas. Voll, 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 voll. Aber der hat keine Ahnung, unser Freund, der Babyanbeter. Okay, jetzt fangen wir von hier. 2. König, lies das vor, bitte. 2. König, Kapitel 6, Vers 28. Und der König sprach zu ihr, was ist dir? Sie sprach, dies Weib sprach zu mir, gib deinen Söhnen her, dass wir heute essen, morgen wollen wir meinen Sohn essen. Okay, genau. Gehen wir nochmal weiter. Und Jeremia nochmal bestätige, ich lese das nochmal vor und dann gehen wir weiter. Sie lassen ihre Söhne und Töchter Fleisch fressen und einer soll des anderen Fleisch fressen in der Not und Angst, damit sie, ihre Feinde und die so nach ihrem Leben stehen, bedrängen werden. Also, das ist Cocktail, mach einfach Donner, Kinderdonner. Okay, gehen wir weiter. Der hat keine Ahnung von seiner eigenen Bibel. Nochmal, haben wir hier welche? Galagi-Lieder, liest das hier, Kapitel 4, Vers 10. Haben die barmherzigen Weiber ihre Kinder selbst müssen kochen, dass sie zu essen hätten im Jammer der
Tochter meines Volkes. Genau, Gott redet hier. Nochmal gehen wir weiter. Hesekiel, Kapitel 5, Vers 10. Dass ihr die Väter ihrer Kinder und die Kinder ihrer Väter fressen sollen und will solch Recht über dich gehen lassen, dass alle deine übrigen sollen an alle Winde zerstreut werden. Okay, genau. Sag mir das von Koran und Sunna, wenn du ein Mann bist. Ich bin auch gleich, noch nicht fertig. Nochmal. 5 Mose, Kapitel 6, 28, Vers 53. Lies das vor. Du wirst die Frucht deines Lebens essen, das Fleisch deiner Söhne und Töchter, die dir der Herr, dein Gott, gegeben hat, in der Angst und Not, womit dich dein Feind bedrängen wird. Boah, Gott der Bibel selbst, redet hier Gott. Gott hat dir Kinder gegeben, die musst du essen, musst du essen. Gehen wir weiter, noch nicht fertig. Bitte gehen wir weiter. Okay. Nochmal, nicht fertig. Lies das bitte hier. Also, Gott, der Bibel selber befohlen hat, er hat vorhin gesagt. Und ich fordere dich heraus, sogar diese Verse, sogar wenn Gott dir nicht befohlen hat, sogar Beispiel geben wir. Ich fordere dich heraus, sag mir von Koran oder Sunna. Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ, bringt eure Kinder nicht um. Allah sagt in Surat al-An'am, bringt eure Kinder nicht um. Ich fordere dich heraus, was ich alles erwähnt habe, sag mir von Koran und Sunna, wenn du ein Mann bist. Du bist ein Lügner, du bringst und sagst ein Gelehrter oder ein Muslim, der ein Sunni. Ich fordere dich heraus, du ein Kafir, Mensch, Anbeter. Du hast die ganze Zeit beleidigt und ich habe bewiesen, dein Gott ist ein Täuscher und dein Gott sogar hat befohlen, die Leute glauben sogar Lüge, dein Gott selber die Leute verarscht hat, sogar Maria gerade in die Hölle, weil sie nicht an die Trinität geglaubt hat. Wenn du sagst ja, dann sag mir, dass Maria an die Trinität geglaubt hat. Wenn du sagst, dass Maria getauft hat, sag mir, wenn nicht, dann Maria selber, dein Gott hat sie verarscht, sie ist gerade in die Hölle. Und alle Propheten von Adam und so weiter sind gerade in die Hölle, laut der Bibel selbst, weil sie nicht getauft, weil sie nicht an die Trinität geglaubt haben. Ich fordere dich heraus, sag mir. Vielen lieben Dank und ich warte und darf er nicht beleidigen, okay. Bitte. Dankeschön. Okay, perfekt. Also beleidigen darf ich nicht, du darfst schon, ne? Du darfst beleidigen, oder? Du Teufelsanbeter. Also, kannst du bitte, ja, Großmann hast du gemacht. Also, jeder, der da drin ist, was hat er gemacht? Er hat wieder 10 Verse dabei gebracht. Auf ein einziger Vers ist er nicht gegangen. Auf nichts ist er eingegangen, meine Leute, die hier zuhören. Nichts! Nichts ist eingegangen, sondern wiederum nur gelogen, getäuscht wie sein Gott. Jetzt! Er hat gesagt, er hätte Angst gehabt. Jetzt schauen wir, schau mal. Ich werde jetzt nochmal alles lesen. Alles lesen. Und das ist seine Taktik. Er weiß, dass ich dann das alles bearbeiten muss. Aber ich habe eine Überraschung für ihn. Ganz schön. Also, darum sprach Jesus zu ihnen. Das habe ich alles gelesen bis 56. 57. Moment schnell. Da. 57. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich der Vater Wille lebe, so wird auch der, welcher mich isst und meine Willen lebt. Das ist das Brot aus dem Himmel hergekommen ist. Es ist nicht wie die Manna, die eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Diese sprach er, als er in der Synagoge in Kapernaum lehrte. Jesus Worte erzeugt eine Scheidung unter den Jungen. Und viele nun von seinen Jungen, die das hörten, sprach: Das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jungen darum murmelten, sprach es zu ihnen: Ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dort in Auffahrt seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nutzt gar nichts. Gar nichts nutzt das Fleisch. Also es geht nicht darum, dass man sein Fleisch isst. Um was geht? Das Wort, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben, wie die Abu Nejes. Also, wir haben wieder gesehen, Jeremia 6, was er bringt. Es geht nicht darum, dass wir Menschen essen sollen. Und ich bin kein Katholik. Er spricht über Katholik, ich bin kein Katholik. Und nochmal, hier, das ist ein Imam. Daimon, wer bist du? Du bist gar nichts.
Du lügst hier, die Imame gehen haben der Koran und Sunna Ibn Khalid, die der Kopf eine Käfers abgeschnitten hat, gekocht hat und gegessen. Hier geht es darum, dass ihr Kannibalen die Menschen essen können, die nicht zu euch gehören, also töten und grillieren einen toten Menschenkörper. Es ist halal, ein Abtrünniger, ein Nicht-Muslim zu töten und ihn zu essen und die Kämpfe zu töten, selbst wenn er ein Kind oder eine Frau ist, und sie zu essen, weil sie nicht unfehlbar sind. Das ist es, dein Koran und Sunna, anhand dein Gelehrte. Flüchte nicht, dein Gelehrte. Okay, eure Gelehrte, und das ist Sunna. Okay, jetzt, er hat die ganze Zeit über die Bibel gefragt, ich bin eingegangen. Jetzt soll er uns erzählen hier. Und für eure Frauen, die keine Menstruation mehr erwarten, beträgt die Wartezeit 3 Monate. Wenn ihr in Zweifel hegt, die gleiche Wartezeit gilt für die Frauen, die noch keine Menstruation gehabt haben. Wer sind diese Frauen, die keine Menstruation gehabt haben? Kleine Kinder. Kleine Kinder, es soll jetzt auf das eingehen, auf die kleinen Kinder, ja, die im Islam Bunga Bunga gemacht wird. Unsere Freunde haben das Thema gewechselt, aber weiter, kein Problem, weiter. Und dann möchtest du, jetzt bist schon fertig. Er weiß das, ich habe ihn rasiert. Hab ich noch Zeit. Also eben, er soll uns erklären, wer diese kleinen Kinder sind, die im Islam Bunga Bunga gemacht wird und wie sein Prophet und sein Allah erlaubt, Kinderehe im Koran drin, er soll darauf eingehen. Ich bin darauf eingegangen, auf seine Lüge, und habe bewiesen, Jeremia 19,9 steht nicht, dass Gott uns befohlen hat, Kinder zu essen. In Johannes habe ich jetzt wieder bewiesen, dass er lügt, und dann hat er noch 3, 4, 5 andere Verse gebracht, die angeblich erlaubt wäre, Kinder zu essen. Okay? Und dann, Moment schnell. Zeige ich euch noch etwas? Aber wie viel Zeit habe ich noch? 1 Minute. Okay, gut. Hast du gesehen, unser Freund das Thema gewechselt hat? Ist das gerecht? Ich bin dran, leise. Okay, tamam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Da Allahu Akbar. So schön, schau mal. So schön, schau mal das kleine Mädchen da. Ah, okay. Sehr glücklich ist sie. Sei leise, okay, jetzt an mir, stumm dich an mir. Stumm dich, habe noch 10 Minuten. Host, er unterbricht mich. Ja. Okay, dann kommen wir mit Video. Gleich. Nein. Ich habe noch 10 Minuten, 10 Sekunden, sei leise. Da, euer Gelehrte. Warum? Weil in dein Koran erlaubt ist, weil dein Allah, okay, dein Allah erlaubt so etwas. Dein Allah erlaubt Sex mit kleinen Kindern. Also bitte schön. Geh auf meine Sache ein auch. Ich bin dran. Stumm dich, Baby anbete. Jetzt bin ich dran. Stumm dich. Schau mal, ich komme jetzt auch mit Video. Chalas, ich decke dir auch die Christen auf mit Video. Er hat das Thema gesagt. Er soll auf meine Sache eingehen, Host. Er soll auf meine Sache eingehen auch. Ich bin dran. Ich bin dran, bitte. Du hast das Thema gewechselt. Und ich beweise das nochmal, Geschwister. Bei uns steht nirgendwo, was er gelogen, was er gebracht hat, dass eine Lüge ist. Und es steht nirgendwo im Koran, nirgendwo im Sunna, dass steht bei ihm, dass der Gott der Bibel befohlen hat. Ich sage das nochmal, weil manche Leute das nicht wissen, wo das steht. Nochmal. Unser Freund liest das bitte vor. Und dann gehen wir Beweis, alles widerlegen, was er behauptet hat. Ich habe das schon dreimal vorgelesen. Nein, wir lesen das, wie er auch gelogen hat. So, Host, es soll auf meine Sache jetzt eingehen. Beweise. Stumm dich, ich habe nicht unterbrochen. Nicht flüchten jetzt. Ich habe nicht unterbrochen. Wenn du ein Mann bist, sei bitte leise. Nochmal. Du gibst mir nochmal meine Zeit. Wenn er redet, ich nehme immer mehr. Okay? Nochmal. Lies das. Ich bin mehrfach unterbrochen, Host. Nicht wenn vergessen. Dann kriege ich immer noch mehr. Ich erlaube meine Zeit nicht. Du bist niemand hier. Er ist der Host, nicht du. Du hast hier nicht zu entscheiden. Du hast mich vorher mehrfach unterbrochen. Wenn du redest, dann ich nehme immer mehr. Okay, lies das vor unserer Freund. Ich habe das schon dreimal vorgelesen. Ich du musst das lesen. Das Host, er soll selber lesen, Host. Ich habe es selber gelesen. Er soll selber lesen. Was ist denn für eine hier? Eine Minute. Ich habe noch eine Minute. Flüchten. Viermal hintereinander gemacht. Nochmal.
Geh doch bitte auf seine Argumente ein, was der da gesagt hat, wie der Loka. Er hat keine Argumente, er hat das Thema gewechselt, mein Lieber. Er meinte bloß, warte mal kurz. Und ich habe noch eine Minute mehr, wenn du redest. So sei flügt, Torst. Er will dir befehlen, was du zu tun hast in deinem eigenen Stream. Ich bitte, ich weiß, dass du willst wegrennen. So. Ich nehme noch mal 2 Minuten mehr. Ja, ja, okay? Moment. So wie ich das verstanden habe, ich nehme noch mal 2 Minuten mehr. Bist du so mit, ob du entscheidest hier, Mann? Sei leise! Okay, ist egal. Lass mich doch mal ausreden in meinem Stream. So wie ich das verstanden habe, meinte wieder Loka, dass deine ganzen Beweise. Okay, ich weiß, was meine deine Beweise. Deine du redest jetzt meine Redezeit, bitte, ich bitte dich. Ja, warte mal kurz. Horst, merkst du, wie Panik er hat? Wirklich? Merkst du, wie er zittert? Ich gebe dir Zeit. Du machst das, das macht mich nicht sauer. Du kannst lachen. Nochmal, Geschwister, schau mal. Gott, der Bibel hat befohlen hier in drei Horst, der soll auf meine Sache eingehen, Horst. Warte, vorher hat er genau das Gleiche gemacht. Vorher hat das Gleiche gemacht, Horst. Ich gebe dir Zeit, Abu. Ich gebe dir Zeit. Ich bin jetzt dran. Du hast Zeit. Warte, lass mich mal kurz. Ich will erst erklären den Leuten. Ist das gerecht? Warum hast du nicht geredet, als er geredet hat? So. Du hast diese ganzen Beweise. Du zeigst jetzt diese ganzen Beweise. Warte kurz. Warum hast du nicht geredet, als er geredet hat? Ist das gerecht? Warte mal kurz. Ich tu dich wieder jetzt gleich rein. Mach dir keinen Kopf. So, es hat keinen Sinn, wenn wir immer dazwischen reden. Ich tue dich jetzt gleich rein. So wie ich das verstanden habe, diese ganzen Beweise von Abu, wie der Loka meinte, dass es alles aus dem Kontext gezogen ist. So, das sind irgendwelche Verse so. Und aber das, was da drüber steht, wird gar nicht mit einbezogen, auf was das alles bezogen ist, das mit Essen, dies, das. Das andere, wo du meintest mit Jesu Essen, wieder meinte, das ist alles nur bildlich gesehen, metaphorisch gesehen. Das hat er dir erklärt. Du kommst mir wieder mit denselben Sachen. So, Horst, und er geht nicht auf meine Sache ein. Und ich tu dich jetzt gleich nochmal einladen, Abo. Mach dir keinen Kopf. Ich habe dich nur rausgetan, weil es sonst keinen Sinn ergibt, weil jemand dazwischen redet. Versteht ihr? Und er hat dir die Antworten gegeben auf deine Fragen. So. Horst, ich bin mit dir oder mit ihm? Du kannst niemals erklären. Du bist einer, der, wenn du gerecht bist, und sonst ich gehe raus. Wenn du gerecht bist, alles er geredet hat, war flüchten nicht, nicht flüchten, nicht flüchten. Geh auf die Sache ein, die ich gebracht habe. Das ist korrekt. Ich bin auf deine Sache zweimal eingegangen. Du nicht auf gar nichts. Jetzt beweise du. Gib mir meine Zeit nochmal neu. Gib mir mein Zeit. Aber komm bitte nicht wieder nochmal, gib mir 6 Minuten, ich werde nochmal beweisen, wie er es nochmal bewiesen hat, und ich werde ihn heute Aktionbillah beerdigen. Aktionbillah. Okay. Und ich komme auch mit Videos, sogar Christenvideos, weil er kommt mit Videos. Kein Problem. Ja, gut, aber komm mir bitte nicht mit derselben. Nein, gib mir 6 Minuten und du darfst kein Wort mehr, wenn du gerecht bist. Mach mich groß und bitte kein Wort mehr. Ich will deine Stimme nicht mehr hören. Du bist nur einer der Einschiedsrichter und du darfst kein wie dich stumm dich bitte. Bitte in deinen eigenen Host, Mann. Krass, ja, Mann, wie dieser Typ ist. Stumm dich bitte an, bitte. Bitte, das ist meine Rede. Du gib mir nochmal 6 Minuten von Anfang. Wenn er redet einmal, dann gib sie mir nochmal. Ich werde nochmal, damit die Leute sehen, schau mal, Leute. Das steht in der Bibel. Gott, der Bibel hat befohlen, in 3. Mose, Kapitel 26, Vers 29. Gott, der Bibel befohlen, Kinder zu fressen. In 5. Mose, Kapitel 28, Vers 53 bis 57 hat befohlen, Kinder zu fressen. Gehen wir weiter. König, 2. König, Kapitel 6, Vers 28, Vers 29 hat befohlen, Kinder zu fressen. Jeremia, Kapitel 19, Vers 9, Gott der Bibel hat befohlen, Kinder zu fressen. Und ich fordere dich heraus, sag mir einer davon, Koran oder Sunna, sowas. Okay, gehen wir weiter hier. Ja, Galilida, das Kapitel 2, Vers 20, Gott der Bibel hat befohlen, Kinder zu fressen. Nochmal hier, das ist auch gerade gelesen, Kapitel 4, Vers 10, Gott der Bibel hat befohlen, Kinder zu fressen. In Hesekiel, Kapitel 5, Vers 10, Gott der Bibel hat befohlen, Kinder zu fressen. Gehen wir weiter. Keiner hier redet, meine Rede sei. Nochmal. Sind wir hier, 2. König, Kapitel 6, Vers 29, Gott der Bibel hat befohlen, Kinder zu fressen. Okay? Und nochmal hier. Und jetzt gehen wir. Er hat gesagt, dass bei uns, nochmal, er hat das Thema gewechselt, ich weiß, weil ich werde ihn beerdigen, deswegen. Nochmal,
Habt ihr gesehen? Und ich fordere ihn heraus. Er sagt mir ein Verse von Koran oder Sunna, dass wir Kinder essen. Ich fordere dich heraus, wenn du ein Mann bist. Du rennst immer noch von meiner Frage. Du rennst und rennst und rennst, wie dein Gott selber in Johannes Kapitel 7, Vers 1 abgehauen von Juden. Also du bist Feigling, wie Jesus selber Feigling war. Okay. Er hat gesagt, dass bei uns, er hat gesagt, diese Frauen und so weiter, und hat ein Video gesagt. Ich fordere dich heraus, sage ihm von Koran, dass dir Kinder heiraten. Aber bei dir, in Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 7, Vers 36, er hat befohlen, deine Tochter zu heiraten. Deine Tochter zu heiraten. Das in 1. Korinther Kapitel 7, Vers 36. Wenn du lügnest, ich gehe gleich in Codex Sinaiticus und sage ich das. Dass du Tochter heiraten. Nicht nur das. Gott der Bibel hat dir befohlen, warte kurz. In Hohelied Kapitel 8, Vers 8, damals haben sogar Baby geheiratet. Okay? Warte kurz. Aber bei uns nicht. Ich fordere dich nochmal heraus, weil ich weiß, dass du Thema gewechselt hast, weil du gescheitert hast, wie dein Gott selber gescheitert hat. Gucken wir jetzt die Bibel, sagt uns. Schau mal, wie man ein Baby heiratet. Genau. Schau mal hier. Lies das bitte vor uns vor. Du liest nur und du redest nicht. Das ist meine Redezeit. Warte doch, guck mal. Geh doch auf seine Fragen ein, weil guck mal. Ich habe das jetzt widerlegt und ich fordere ihn heraus, wo er hat die Beweise gebracht. Er hat keine Beweise gebracht. Er hat dir das mit du dieser... redest mit mir nicht, bitte. Du kannst ihn auch zwingen, mal, ich mach wenn sogar, er dran wird. Ich stoppe sogar deine Zeit, kein Problem. Er meinte bloß mit dieser Menstruationsgeschichte. Bitte nicht reden, bitte, mein lieber Freund. Ich will mit ihm debattieren und nicht mit dir, bitte. Ja. Wenn du willst mit mir, wenn er fertig, kannst du mit mir Debatte führen, wenn du willst. Du sagst doch selber, nochmal, dass wir nicht reden. Nochmal, schau mal hier, die Kinder heiraten. Und Jesus selber hat seine eigene Mutter geschwängert. Wenn er sagt, nein, ich werde Fakten zeigen. Jesus hat seine eigene Mutter geschwängert. Er sagt, der Heilige Geist, der Vater und der Sohn sind eins. Also, Jesus hat seine eigene Mutter geschwängert. Okay? Und das ist Hohelied, Kapitel 8, Vers 8. Lies das uns vor. unsere Schwester ist klein und hat kleine Brüste. Keine Brüste. Also, was sollen wir unserer Schwester tun, wenn man nun um sie werben wird? Also, die haben eine kleine Schwester, die kleine Baby, und die bald heiraten wird, aber sie hat noch keine Brüste bekommen. Aber wo steht das? Wenn du willst mit mir Debatte, kann ich mit euch beide Debatte führen. Ja, warte doch. Mit euch beide? Ich bin gerecht. Ja, warum redest du mit mir über die Verse und dann erklärst du? Ja, weil du... Dann du lass mich mit ihm, bitte. Du springst von einem zum anderen und sagst... Nein, ich bin nicht gesprungen. Das Thema ist über Kinder fressen. Er hat das Thema gewechselt. Warum, wenn du gerecht bist, warum hast du nicht zu ihm gesagt, ich stopp. Das Thema ist über Kinder fressen. Warum er hat das Thema gewechselt? Jetzt kritisierst du mich, aber kritisierst du ihn nicht. Ist das gerecht? Fühl dich nicht. Warum hast du für mich nicht gesagt? Sonst noch was. Warum? Mal, warte kurz. Du kommst mir diesen Versen. Ich habe Lust, diese Verse vorzulesen. Aber du kommst mir viermal hintereinander. Warum redest du nur mit mir und mit ihm nicht? Ist das gerecht? Weil du gerade dran bist. Ja, wohin er war dran? Hast du gar nicht geredet? Warst du leise? Ja. Und jetzt, wenn ich rede, ich bin leise, du verteidigst gerade deine Bibel, das heißt, du hast bestätigt, dass du ein Christ bist. Deswegen, wenn ich rede, du wirst dran. Wenn er redet, du bist leise. Ich bin weder Christ noch jetzt ist meine Redezeit und kein Hund hier redet. Kein Hund, schau mal, er beleidigt dich als Hund. Schau mal, kein Hund. Er beleidigt dich. Der Mensch ist einfach nichts wert, Mann. So keine Ausrede, bitte. Jetzt bin ich dran und du darfst kein Wort. Okay, du bist ein Hund, wie die Jesus selber gesagt, dass du ein Hund bist. Und Jesus selber sagt in Johannes, Matthäus, Kapitel 7, Vers 6, alle Leute, die nicht Juden sind, Hunde und Schweine. Du bist ein Hund und Schweine, weil du kein Jude bist. Du bist ein Hund und Schweine. Laut Matthäus, Kapitel 7, Vers 6, alle Leute, die nicht Christen sind, sind Hunde und Schweine. Jesus hat das gesagt. Und Jesus hat zu einer Frau in Matthäus, Kapitel 15, Vers 22 bis 27, eine Frau als Hunden genannt hat. Und deswegen, sie hat am Ende zugegeben, dass sie ein Hunden ist. Deswegen sei leise. Ich habe dich nicht beleidigt, sondern deine Bibel sagt, dass du ein Hund bist. Okay? Yalla, lass uns weiter. Schau mal, die hier, das Baby heiraten damals.
Und sogar hat das bestätigt, Paulus hat bestätigt, dass du deine Tochter heiraten darfst. In 1. Korinther Kapitel 7, Vers 36. Wenn du lügnest, ich werde sofort diese Manuskripte bringen von Codex Sinaiticus. Die bestätigt, deine Tochter darfst du heiraten. So steht das in Übersetzung von King James, dass du die Tochter heiraten darfst. Das in 1. Korinther Kapitel 7, Vers 36. Also das steht bei dir und nicht bei uns. Und Jesus hat seine eigene Mutter geschwängert. Wenn du lügnest, ich werde sofort beweisen. Jesus hat seine eigene Mutter geschwängert, laut Matthäus. Okay? Und du glaubst, dass Jesus für dich Gott und er ist gleichzeitig der Herr, er und mit Heiliger Geist und Vater sind eins. Also Jesus hat seine eigene Mutter geschwängert. Das laut der Bibel selbst. Wenn du lügnest, dann werde ich beweisen. Paulus hat erlaubt, dass die Tochter heiraten. In 1. Korinther Kapitel 7, Vers 36. Und das ist Hohelied Kapitel 8, Vers 8. Und dein Gott hat in Hosea Kapitel 1, Vers 2 hat befohlen, ein Prophet eine Hure zu heiraten. Und deswegen, damit er auch höhere Kinder kriegen darf. Das steht in deiner Bibel. Aber ich fordere dich heraus. Zeig mir vom Koran, was du behauptet hast, das mit Kindern fressen. Ich fordere dich heraus. Wenn du ein Mann bist, zeig mir ein Vers. Sogar wenn Allah nicht befohlen hat, zeig mir ein Vers vom Koran. Nicht befohlen hat, zeig mir sogar ein Vers vom Koran. Wo nirgendwo steht, dass Kinder fressen? Und sag mir im Hadith nirgendwo, dass ein Kind fressen. Sogar ein Hadith und Daif, ich fordere dich heraus. Bring mir einen Hadith und Daif, ein Hadith und unauthentisch. Sag mir, dass bei uns Kinder fressen. Sag mir, ich fordere dich heraus, wenn du ein Mann bist. Diese Herausforderung von mir, du kannst die nicht annehmen. Ich fordere dich heraus. Zeig uns, wo das Kinder fressen. Und ich werde nochmal zeigen, damit die Leute sehen, dass die Christen Kinder fressen in der Bibel. Ich werde nochmal zeigen. Schau mal, Geschwister. 3. Mose, Gott der Bibel selber befohlen hat. 3. Mose, Kapitel 26, Vers 29, dass ihr sollt eure Söhne und Töchter Fleisch fressen, Fleisch essen. Also das ist Gott der Bibel. Gehen wir nochmal weiter. Nochmal krass, was Gott der Bibel befohlen hat. Nochmal. Wir sind hier in 5. Mose, Kapitel 28, Vers 53 bis 57. Gott der Bibel befohlen hat, Kinder zu fressen. Ja, okay, wegen Verstößen gegen unsere Community wurde der gekickt. Ist der gekickt? Ja, alles gut, alles gut. Schau mal, wir haben jetzt hier alle gesehen, eine Sache. Lügen, täuschen, Lügen, täuschen. Er hat zwei Verse gebracht, ich bin auf die beiden Verse eingegangen und habe bewiesen, dass er lügt. Er lügt, er täuscht, er nimmt die Sache aus dem Kontext. Jetzt hat er 3. Mose 26 gebracht und ist genau der gleiche Fall. Hier ist kein Befehl. Ist kein Befehl. Und ich will das Schwert über euch kommen lassen, das Bundesrache vollzieht. Hier geht um eine Rache. Und wenn ihr euch darin in eure Städte zurückzieht, will ich die Pest unter euch senden und euch in die Hand eurer Feinde geben. Wenn ich euch den Stab des Brotes zerbreche, dann werden 10 Frauen ihre Brot in ihre Ofen backen und man wird euer Brot nach dem Wicht zerteilen. Ihr werdet es essen, aber nicht satt werden. Also hier geht es wiederum um ganz was anderes. Ungehorsam bringt Fluch. Fluch. Bist du ungehorsam gegen Gott, das bringt Fluch. Und dann Gott sagt, wenn ihr nicht auf mich hört, werde ich zulassen, dass das und das mit euch passiert. Hier geht es nicht darum, dass Gott uns befiehlt, irgendetwas zu essen. Aber auf meine Sache wollt ihr nicht eingehen, betreffend Kinderehe im Islam. Da ist er schnell geflüchtet, sehr schnell geflüchtet, ist nicht einmal darauf eingegangen. Aber ich gehe schon darauf ein, schau mal. Hier, wir werden sehen hier. 1. Korinther 7, Vers 36. Wenn aber jemand meint, er handle ungeschickt an seine Jungfrau, hier in der anderen Manuskript, der Manuskript, die er zeigen wollte, es geht darum, um deine Tochter, wenn deine Tochter heiraten sollst, wenn sie über die Jahre der Reife hinauskommt, also über die Pubertät hinaus, jeder kann hier sehen, Jahre der Reife hinaus, okay, hier geht nicht um ein Kind, die keine Pubertät hat, sondern hier geht es über die Pubertät hinaus. Und wenn es dann so sein muss, der tut, was er will, er sündigt nicht, sie mögen heiraten. Also hier geht es darum.
dass die Frau über die Jahre die Pubertät sein muss, nicht wie im Islam hier Kleinkinder, die noch keine Menstruation gehabt haben, so Kleinkinder. Bei uns geht es nicht um Kleinkinder, wie hier steht, wie der Ibn Kathir sagt, okay, Allah, der habe erklärt, die Wartezeit der Frau, der Werksjahre und diejenige, deren Menstruation aufgrund hohen Alters ausgeblieben ist, die da beträgt 3 Monate und stelle der 3-Monat-Zyklen. Für diejenigen, die menstruieren, was auf Yad, bla bla, dasselbe gilt für die Jugendlichen, die das Menstruationsalter noch nicht erreicht haben. Ihre Ida beträgt 3 Monate. Also kleine Kinder können kann man Bunga Bunga machen. Kleine Kinder. Ich kann auch andere Gelehrte zeigen. Und da habe ich gezeigt, stimmt nicht. Bei uns gibt es kein Kinderehe. Höhelied ist wiederum was ganz anderes, was er gezeigt hat, wieder getäuscht. Das ist genau gleich schlimm. Genau, Gottes Segen an euch alle. Gottes Segen. Also der Typ hat wieder mal nur getäuscht hier und gelogen. Also leider ist er raus. Leider, weil er ist nicht auf nichts eingegangen. Warte mal wieder, lass mich mal kurz reden. Ja, Bruder. Ich wollte sagen, er kam immer mit dem Zeile zu Zeile, diese kleinen Abschnitte, aber kam nicht mit diesem ganzen Kontext, weißt du, was alles steht. Das kann jeder machen. Jeder kann das machen. Wieso kommt er nicht hier mit eine ganze Vers? So wie du wieder. Du hast die ganze Zeit auch gezeigt, du hast vorgelesen mit dem ganzen Versen etc. und du bist nicht mit Abschnitte gekommen. Hier, so, Triple Sex Eis, du hast doch selber gesehen. So, guck mal, ich bin neutral, wirklich, ich bin weder Christ noch Muslim, aber er kam quasi mit so einem halben Satz an. Das kann zum Beispiel Gott gesagt haben, das kann Moses gesagt haben, das kann ein Kind gesagt haben, das kann x-beliebiger Mensch gesagt haben. Genau, ja, das meine ich ja, Bruder. Das meine ich ja. Neutral gesehen hast du das auch selber gesehen. Weißt du? Sehr gut gemacht hast. Du hast sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Vielen Dank. Du unterbrichst mich und so. Und das Ding ist, er unterbricht dich sogar. Er bestimmt sogar die Host-Position. Wer ist der denn? Ja, normal. Also ich bin jetzt der Host, sagt er so. Ich bin der Host. Genau. So. Und befehlt dir noch, mach das, mach dies, gib mir mehr Zeit. Amanakum, gib doch Antwort, was Vidaloka gesagt hat. Dann hat Vidaloka eine Frage gestellt wegen diesen Kindern, ne, dass man auch Frauen heiraten darf, die noch keine Menstruation haben. Darauf ist er nicht eingegangen. Guck mal, Vida hat ihm geantwortet. Okay, die Antwort hat ihm nicht gereicht. Aber dann hat Vida ihm auch eine Frage gestellt, auf die ist er nicht eingegangen, weil das ihm 4-mal, 5-mal dieselben Verse vorlese. Irgendwann ist doch genug. Für mich persönlich, ich habe auch keinen Bock, immer 5-mal dasselbe zu lesen. Ja, das stimmt. Bin ich ganz deiner Meinung. Aber das ist halt der Standard-Muslim. Die bringen immer solche Antworten und gehen gar nicht auf die Fragen ein. Ja, da gewöhnt man sich dran. Ist halt so. Aber die Wahrheit wird am Ende des Tages siegen. Ich bin auf alles eingegangen, so gut wie möglich, weil die Zeit langt nicht und er lügt zu viel. Er hat 20 Verse gebracht, Mann. Ich habe einen einzigen, während er 20 Sachen gebracht hat. Also das ist doch nicht normal. Das zeigt einfach, dass er täuschen will. Es zeigt einfach, dass es nicht ehrlich gemeint ist, wenn er 20 Verse bringt in ein Gespräch. Ich habe doch gesagt, gehe wieder ein Vers nach dem anderen und schauen wir, stimmt seine Aussage? Stimmt meine Aussage? So ist korrekt, weißt du? Ja, ich glaube, man muss es schon klasse auf einmal. Masterstadt klasse, der hat wahrscheinlich irgendwo gegoogelt, so im Internet, und dann hat er diese Liste ausgedruckt, oder beziehungsweise auf Handy, und wollte so viel wie möglich quasi zeigen, weißt du? Ja, so quasi eine eigene PDF-Datei erstellt. Soll ich euch das eben erklären, was mit der Menstruation gemeint ist? Ganz einfach, es gibt auch Frauen, die keine Kinder bekommen können, ja? Und das ist damit gemeint, dass man auch Frauen heiraten darf, die keine Kinder bekommen können. Da fertig aus, damit sind keine kleinen Kinder gemeint. Also soll ich darauf eingehen und zeige, dass das nicht stimmt? Wieso stimmt das nicht? Weil die Gelehrten sagen, das sind Kinder gemeint. Welche Gelehrten? Ibn Kathir, Ibn Abbas, Al-Jalalain, Al-Qurtubi sagt das und andere auch. Andere auch.
soll ich zeigen jetzt? Ich weiß nur, was mein Gelehrter das gesagt hat. Ja, okay, deine Gelehrter, okay. Ich weiß nicht deine Lehre. Ist gut, also ich lasse dich, weißt du. Wie gesagt, ich entschuldige mich bei jedem ehrlichen Muslim hier drin. Aber diese zwei Leute, Sufyan, Amir, das sind wirklich, also, schau mal. Ich entschuldige mich einfach bei jedem richtigen Muslim. Wahrhaftig, aber ich bin da reingekommen, weil sie die ganze Zeit die Bibel am Beleidigen war, alles hier am Beleidigen, die Leute am Beleidigen, dann bin ich da reingekommen. Sonst komme ich nicht mehr in solche Diskussionen, solche Gespräche rein. Aber das geht einfach nicht, dass diese Leute die ganze Zeit Baby am Beten, Menschen am Beten und bla 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 die ganze Zeit. Ja, ich verstehe das schon, dass du auch aufgebracht bist. Aber Bruder, du musst auch entspannt sein, gerade wenn so schwierige Gespräche geführt werden, und das musst du einfach erwarten hier bei TikTok, da musst du entspannt bleiben. Da musst du, wenn du klüger bist, nicht darauf auf das Niveau hier herabgehen, sondern oben bleiben und nicht dich auf sein Niveau runtersetzen lassen, wenn du denkst, dass sein Niveau niedriger ist als deins. Wenn du aber gegen argumentierst, dann gehst du auf das gleiche Niveau runter. Und dann unterscheidet dich gar nichts von dem Sprecher, Amir. Gar nichts, Bruder. Gar nichts. Edwin, kannst du uns kurz nochmal die Sure 65,4 vorlesen? Ich bin gerade am Auto gefahren, aber ich habe eine Freisprechanlage, also. Wenn ich jetzt dir das erkläre, wirst du das annehmen? Das kann man nicht erklären. Hör mal, tut mir leid, aber da kann man nicht erklären. Ich rede mit Warte, wieder jetzt. Ganz kurz, bitte, ganz kurz. Weil das, was er gerade gesagt hat, das ist für die Frauen, die kein Kind kriegen können, beziehungsweise keine Kinder kriegen können. Also, dann lass mich kurz erklären und dann gehe ich ganz raus. Ganz kurz, also, bitte. Das ist so gemeint. Zum Beispiel, Edwin ist mein Bruder, er ist mein bester Freund. Und er bekommt einen Sohn und ich bekomme eine Tochter. Da können wir sogar in der Wiege sie versprechen. Verstehst du, was ich meine? Wir können sie einander versprechen. Aber wenn sie nachher genug alt sind und alle Dinge erfüllen, dann sollte auch ihr Ja-Wort kommen. Verstehst du? Was gibt sind es da verheiratet? Also, mehr gibt es dazu nicht ganz zu sagen. Kurz. Ich will das sind nicht offen lassen. Sind die als Babys verheiratet? Wie bitte? Sind die verheiratet oder nur versprochen? Ich kann sie versprechen, das heißt dieser Vers. Brauchen ich die sich schon sie an Edwin, mein Bruder, versprechen? Wie heißt der Vers? Wie heißt der Vers? Wieder. Also, ja, okay. Entweder nimmst du es jetzt an oder nicht. Müssen sie sich da scheiden? Wie bitte? Müssen sie sich dann scheiden, wenn sie nicht heiraten wollen? Müssen sie sich dann scheiden lassen? Es kann sein, dass ich und Edwin uns nicht verstehen und dann können wir uns trennen und dass dieser Vertrag nichtig. Und wenn sie sagen... Ich verstehe. Und das Baby muss dann drei Monate sie warten, sagen, bis sie nochmal heiratet. Lass mich mal ausreden. Und schau mal, und wenn sie Nein sagt, zum Beispiel meine Tochter sagt, nein, ich will nicht den Sohn von Edwin heiraten, dann müssen sie sich so wie scheiden lassen. Verstehst du? Also, ja, fertig. Dieses Thema ist aus. Aber da geht es halt um Scheiden. Da geht es nicht um, ja, so wie Scheiden, sondern da geht es um Scheiden. Wo ist der Host? Martina, redest du über Sura 65, Vers 4? Genau. Kannst du mich kurz groß machen? Ich hab den Tafsir rausgesucht von Ibn Kathir. Und ich habe ihn jetzt extra nochmal übersetzt. Da kann ich ihn auf Deutsch vorlesen, weil ich glaube, nicht jeder hier kann Englisch. Dann können wir nochmal spezifisch darauf eingehen. Inshallah, inshallah. Weil es geht nicht um Babys, das versteht ihr falsch. Und das steht auch hier im Tafsir. Ja, aber da steht Frauen, die keine Menstruation bekommen haben. Hey, schon gut, lass es zeigen. Wir zeigen die Wahrheit. Ja. Sie selber zu 65 Tafsir. Das ist ein Tafsir, ich habe es jetzt extra übersetzt. Soll ich laut vorlesen? Ja, klar. Ja, okay, bitteschön. In diesem Vers geht es um zusätzliche Regeln zur Wartezeit geschiedener Frauen. Es unterteilt geschiedene Frauen und ihre Wartezeit. Was bedeutet geschiedene Frau, mein Bruder? Weißt du das? Geschiedene Frau, ja, das heißt. Wann heiratest du, musst du Bunga gemacht haben? Damit du verheiratet bist. Hör zu, du musst kein Bunga gemacht haben. Aber wie bist du verheiratet im Islam, islamisch gesehen? Wenn du nicht Bunga gemacht hast, bist du gar nicht verheiratet. Muss man nicht. Das ist doch, nein. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Guck mal, ich hab einen Satz gelesen. Wallah, du hast... Du kannst lesen, bitteschön. Okay. Habibi, lass mich ausreden.
Es unterteilt geschiedene Frauen und ihre Wartezeiten in drei verschiedene Kategorien. Unter normalen Umständen beträgt die Wartezeit einer geschiedenen Frau drei Menstruationszyklen, sprich, dass du dreimal deine Menstruation gehabt hattest, wie in der Sura Al-Baqarah erwähnt. Bei Frauen, die aufgrund fortgeschrittenes Alters oder aufgrund einer Krankheit und so weiter endgültig mit der Menstruation aufgehört haben, beträgt ihre Idda drei Monate statt drei Menstruationszyklen. Sprich, es geht hier, wie gesagt, es geht hier nicht darum, dass die Frau... Les weiter. Sabr haben. Es geht nicht darum, dass die Frau ein Kind ist, sondern es geht darum, dass die Frau endgültig mit ihrer Menstruation aufgehört hat. Und das heißt, dass sie nicht drei Menstruationszyklen haben. Les weiter. Lass mich ausreden. Dass sie nicht drei Menstruationszyklen auslassen soll, sondern drei Monate warten soll, statt drei Menstruationszyklen. Ich lese weiter. Dasselbe geht für junge Frauen, die noch nicht gehören haben, ihre Menstruation wegen Minderjährigkeit. Wegen Minderjährigkeit, der hat sie selbst widerlegt. Lass mal ausreden, Sabr haben erstmal. Dasselbe gilt für junge Frauen, die noch nicht begonnen haben, Menstruation wegen Minderjährigkeit. Die Idda für Frauen, die zum Zeitpunkt der Scheidung schwanger sind, gilt unabhängig von... Ist gut. Du hast gezeigt. Also, wir haben gesehen, Minderjährigen. Aber warte, okay, lies weiter. Du widerlegst dich selbst. Lass die Tassile ausreden. Die Worte, oh, falls sie Zweifel haben, beziehen sich auf den Zweifel oder die Verwirrung, die solche Frauen haben können, weil die tatsächliche Idda auf der Grundlage der Menstruation gezählt wird. Sprich, es geht darum, dass die Idda nur auf die Menstruation zählt. Aber die Menstruation dieser Frauen jedoch aufgehört hat, sodass sie sich nicht sicher sind, wie sie ihre Idda zahlen sollen. Das heißt, Bruder, das heißt gar nicht, das geht gar nicht darum. Es geht darum, dass die Frauen... Warum? Lass mich aufhören. Danach, Habibi, rede danach, bitte. Sabr. Okay, gut. Es geht darum, guck mal, das mit den Minderjährigen, darauf können wir uns gleich beziehen, inshallah. Aber hier geht es darum, dass diese drei Kategorien, und diese eine Kategorie ist davon, dass die Menstruation schon längst gestoppt ist. Okay, also, warum muss ein minderjähriges Mädchen warten drei Monate betreffend ihre Menstruation? Warum muss da gewartet werden? Erklär uns das. Was heißt denn minderjährig für dich? Was heißt minderjährig? Warte, ich habe irgendwas gefragt, bitte. Edwin. Taha, Hamburg. Jetzt. Warum muss eine Minderjährige, die noch keine Menstruation gehabt haben, drei Monate warten? Was ist der Sinn darüber? Weil sie vielleicht schwanger ist? Warum muss sie drei Monate warten? Und was bedeutet die Surat 65? Das bedeutet Surat Talak, Scheidung. Das heißt, man hat geheiratet, Bunga gemacht. Und dann muss diese Mädchen, diese Minderjährige warten, weil man hat Bunga gemacht. Dann gibt es drei Monate Wartezeit, falls sie schwanger ist. Weil man hat Bunga gemacht mit einer Minderjährigen, die noch keine Menstruation gehabt haben. Du hast dich selbst widerlegt. Vielen Dank. Warte mal kurz. Bei uns Muslimen ist es so, wenn wir verlobt sind, sind wir verheiratet, verstehst du? Aber das heißt nicht, Das stimmt nicht. Damit die Ehe, ich war auch Muslim, damit die Ehe gültig ist, muss er Bunga gemacht haben. Wenn du zum Beispiel das Brautgabe nicht bezahlst, kann deine Frau sagen, nein, mache ich keine. Und dann, wenn du Bunga gemacht hast, bist du verheiratet. Komm nicht mit eurer Takia und mit eurer Lüge hierher. Wie der Luca, Bruder, jetzt. Wollen wir mal hören, was... Ja, Mohammed war denn, was heißt warte, denn, was heißt Edwin, denn erstmal Edwin, mit... Edwin, lass ihn doch mal ausreden. Edwin, wollen wir mal hören, was Mohammed dazu sagt über Ehe, kleine Kinder-Ehe. Kann jemand aufmachen? Du hast doch einen PC. Kannst du ihn vielleicht groß machen? Warte, gleich. Wer kann das aufschlagen für mich? Was soll ich aufschlagen? Sahih al-Bukhari. Mhm. 4604. Aber wir wollen sehen, was du da machst, bitte. Sahih al-Bukhari? Sag nochmal. Ja. 4604. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever says that I am better than Yunab bin Matta, ist ein Laie. Nee, warte mal, ich habe ein falsches, sorry. Ich glaube, du hast einen falschen gezeigt. Ja, ich glaube auch. Also hier ist Sahih Bukhari, die Nummer war falsch. 6387, sorry. 6387? Mhm. 6... 387, sorry. Das ist
Alles gut. Man kann sich ja mal vertun. Ja, ja. Das ist, sagt Mohammed zu Kindern hier. Okay. Narrated, Jabir, my father died and left behind 7 or 9 daughters. Also mein Vater ist gestorben oder hat und hat 7 oder 9 Töchter hinterlassen. Und ich habe eine Frau geheiratet. Der Prophet hat gesagt, hast du dich verheiraten lassen? Ich übersetze direkt auf Deutsch, ne? Hast du dich verheiratet lassen? Lies mal bitte auf Englisch. Ja, ich kann auch auf Englisch lassen. Did you get married, O Jabir? I replied, yes. He asked, is she a virgin or a matron? I replied, she is a matron. He said, why didn't you marry a virgin girl so that you might play with her and she with you? Or you might make her love and she make you love. I said, my father died, leaving 7 or 9 girls, in Klammern orphans, and I did not like to bring a young girl like them. So I married a woman who can look after them. He said, may Allah bestow his blessings on you. Hast du da diesen einen Satz gelesen, warum hast du eine erwachsene Frau geheiratet, warum kein Kind? Dann könntest du es da steht nicht Kind, es geht darum, ob die Frau Jungfrau war oder nicht. Da steht nicht Kind, nicht lügen. Was heißt denn Children? Wo steht Children? Hier steht. Ja, lies doch nochmal. Okay, my father died and left behind 7 or 9 daughters. Mein Vater ist gestorben und hat 7 oder 9 Kinder hinterlassen. Ich brauche keine Übersetzung. Und ich habe eine Frau geheiratet. Der Prophet hat gesagt, warum hast du, hast du geheiratet, Ujabir? Er hat gesagt, ja. Er hat sie gefragt, ist sie eine Jungfrau oder ist sie ein Matron? Wo ich weiß steht jetzt, da, genau. Jungfrau? Lies mal auf Englisch, bitte. Virgin. Was heißt Virgin? Jungfrau. Und dann weiter? Und weiter? Matron. Okay. I replied, she is a matron, also sie ist keine Jungfrau, okay. He said, why didn't you marry a virgin girl? Warum hast du nicht ein jungfräuliches Mädchen geheiratet, dass du mit ihr spielst oder und sie mit dir spielt? Oder dass du sie zum Lachen bringst oder sie mit dir lacht? Jabil hat gesagt, mein Vater ist gestorben, hat 7 oder 9 Kinder, 9 Mädchen, Töchter hinterlassen. Und mir hat es nicht gefallen, ein junges Mädchen. I did not like to bring a young girl like them, so I married a woman. Ja, er hat gesagt, ich wollte nicht ein junges Mädchen, ich wollte eine Frau heiraten, welche auf diese Kinder aufpassen kann. Who can look after them. Ja, nichts. Ja. Jungfrau ohne Pubertät, vielleicht wegen der Koran, Sura 65, Vers 4, die erlaubt wird, Mädchen ohne Pubertät Bunga Bunga zu machen. Er hat nur gesagt, Jabir hat nur wartet. Jabir hat gesagt, dass er nicht ein jüngeres Mädchen haben will, er wollte eine Frau haben, dass diese Frau auch auf die Kinder seines Vaters, also auf seine Geschwister aufpassen kann. Darum geht es hier. Ja, nee, ich verstehe jetzt nicht, was du willst. Wir mit jungen Mädchen, die nicht mal mehr